So, ich würde vorschlagen, dass wir mit der Sitzung beginnen. Es fehlt uns zwar noch ein Sachverständiger, Herr Knaus. Wir waren uns jetzt auch nicht so sicher, ob er schon da war. Falls ihn jemand gesehen hat und uns einen Hinweis geben könnte, wäre es nett. Ansonsten, wir fangen jetzt auf jeden Fall an. Ich darf die 7. Sitzung des Innenausschusses eröffnen und Sie alle ganz herzlich begrüßen. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich bin die neue Vorsitzende des Innenausschusses. Mein Name ist Andrea Lindholz. Ich möchte zunächst mal allen Sachverständigen, Damen und Herren, die heute anwesend sind, ganz herzlich für ihr Kommen danken, auch dafür, dass Sie sich den Fragen der Kolleginnen und Kollegen stellen und auch im Vorfeld bereits umfangreiche Berichte abgegeben haben. Die Ergebnisse unserer Anhörung heute werden dazu dienen, die Beratungen zu den in der Tagesordnung ausgewiesenen Vorlagen vorzubereiten. Es geht heute um eine Anhörung zu dem gemeinsamen europäischen Asylsystem, abgekürzt GEAS. Ich darf des Weiteren auch alle Gäste begrüßen und alle Zuhörer auf der Tribüne und zu guter Letzt auch unseren parlamentarischen Staatssekretär Herrn Mayer. Die Sitzung wird übertragen heute im Parlamentsfernsehen des Deutschen Bundestages und auch per Livestream auf der Homepage des Deutschen Bundestages. Die Stellungnahmen, die Sie vorab übersandt haben, haben alle Kolleginnen und Kollegen erhalten. Und sie werden selbstverständlich auch wie üblich unserem Protokoll beigefügt werden. Von der Anhörung wird es ein Wortprotokoll auch eine Bandabschrift geben und das Protokoll wird auch wie üblich zur Korrektur übersandt. Ihnen werden dann auch im Anschreiben weitere Details zur Behandlung mitgeteilt. Die Gesamtdrucksache bestehend aus Protokoll und schriftlicher Stellungnahme wird dann auch wie üblich im Internet eingestellt. Nochmal kurz zum zeitlichen Ablauf. Er ist heute vorgesehen auf 3 Stunden von 14 Uhr bis 17 Uhr. Für den Ablauf ist vorgesehen, dass zunächst die Sachverständigen die Möglichkeit erhalten, jeweils nochmal in einer circa 5-minütigen Erklärung ein Eingangsstatement auch abzugeben. Im Hinblick auf die Vielzahl, Sie sehen, wir haben uns im Vergleich zur letzten Legislaturperiode nicht unerheblich vergrößert, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Ich gehe davon aus, die Kolleginnen und Kollegen haben aufmerksam ihre Stellungnahmen gelesen, dass wir das Zeitfenster auch in etwa einhalten. Danach wird es dann unsere Fraktionsrunden geben. Alle Berichterstatter erhalten die Möglichkeit, wie üblich Fragen zu stellen. Wir haben die Reihung vorgenommen im Hinblick auf die Größe der Fraktionen. Und wir werden auch, wie mit den Obleuten vereinbart, direkt nach dem einzelnen Fragesteller sofort die Antworten erbitten. Wir haben uns bei den Fragestellungen darauf geeinigt, dass man entweder 2 Fragen an einen Sachverständigen stellt oder an 2 Sachverständige jeweils 1 Frage. Gut, wenn Sie alle dann so einverstanden sind und es keine weiteren Rückfragen gibt, dann würden wir jetzt erstmal zu den einleitenden Statements der Sachverständigen kommen. Und ich dürfte dann zunächst mal Herrn Dieter Ammann, Berater der AfD-Fraktion, um sein Statement bitten. Ja, danke. Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Dieter Ammann. Ich stamme aus Baden-Württemberg, bin von Beruf Diplom-Verwaltungswirt und dürfte den meisten als unfreiwilliger Star aus der Heute-Show bekannt sein, weshalb sich hier eine weitergehende Vorstellung ergibt. Die Antragsteller eint die Sorge um die zukünftige Ausgestaltung des Asyl- und Flüchtlingsrechts der EU. Sie kreisen um angeblich restriktive Tendenzen bei den Begriffen und Definitionen von Asyl-S-Staat, sicherem Herkunftsstaat und sicherem Drittstaat. Diesen Befürchtungen ist zu widersprechen. Soweit die Antragsteller Rechtsprechung aus 94 heranziehen, übersehen sie, dass die Asylgesetzgebung damals noch rein national ausgerichtet war, fast rein national. Rechtsprechung als auch Interpretation von nationalem und internationalem Recht unterliegen einem steten Wandel und das zum Glück. Die Antragsteller klammern sich ja zum Beispiel bei anderer Gelegenheit auch nicht an das Familienrecht aus 94, sondern nutzten den Wandel der Rechtsanschauungen für die Einführung der Ehe für alle. Mit den Rezepten von damals ist es nicht möglich, der existenziellen Bedrohung einiger europäischer Staaten,
wie sie von dem enormen Zuwanderungsdruck der Zukunft ausgehen wird, zu begegnen. Und dass beispielsweise die Türkei sicherer Herkunftsstaat ist und kein Verfolgerland, sieht man ja schon daran, dass Frau Merkel mit der Türkei eine Vereinbarung geschlossen hat. Hätte sie das getan, wenn sie der Auffassung wäre, die Türkei würde Menschen verfolgen? Hätte sie mit einem Verfolger gemeinsame Sache gemacht? Sie, die die Grenze für alle Verfolgten öffnete, nie im Leben. Na also, unbesehen dessen wird die Genfer Flüchtlingskonvention zu Unrecht als heiliger Gral des Flüchtlingsrechts herangezogen. Sie wird in den Anträgen fast schon mystisch überhöht, diente sie doch in der Vergangenheit stets und erfolgreich dazu, naive Vorstellungen vom Umbau eines monoethnischen, angeblich latent rassistischen Europa zu einem multiethnischen, diskriminierungsfreien Wohlfühlheim für alle Menschen mit höheren moralischen Weihen zu versehen. Im Licht der Rechtswissenschaft betrachtet, gewähren weder GfK noch EMRK einen individuellen Anspruch auf Asylgewährung. Die GfK verbietet nur, das dürfte bekannt sein, einen Flüchtling in Gebiete zurückzuweisen, in denen sein Leben oder seine Freiheit bedroht sein würde. EU-Grundrechtecharta und GfK umfassen ausdrücklich nur die Abweisung einer sich auf dem Staatsgebiet aufhaltenden Person. Die inzwischen weit verbreitete Auslegung, die für Asylsuchende faktisch eine Aufnahmepflicht bis zur Entscheidung über ein Schutzbegehren annimmt, ist eben das, eine Auslegung, die über Wortlaut und Absicht des Abkommens hinausgeht, das nach Kriegsende für einen gänzlich anderen Zweck geschaffen wurde. Das Refoulement-Verbot ist zu einer Aufnahmegarantie für alle Glücksritter und Wirtschaftsflüchtlinge geworden, die es übers Mittelmeer schaffen. Das Rückweisungsverbot bedeutet auch keine Aufnahmepflicht der europäischen Staaten. Eine sofortige Rückführung in Zentren in Afrika, wo allerdings Hilfe geleistet würde, wäre kein Verstoß gegen internationales Recht. Im Gegenteil muss fassungslos machen, dass, wie einer der Anträge auch völlig zu Recht beklagt, viele Zehntausende Menschen an den EU-Außengrenzen beim Versuch der Überschreitung sterben. Aber dies wird nicht aufgefasst als Folge der faktischen Garantie eines Bleiberechts im dauerhaften Wohlstand, wenn die Einreise erstmal geschafft ist, sondern es wird fälschlich aufgefasst als Folge einer angeblichen Abschottung der EU. Der Aspekt, dass die Europäer als global betrachtet kleine ethnische Minderheit binnen historisch kurzer Zeit durch hunderte Millionen afrikanischer und nahöstlicher Einwanderer ausgelöscht werden könnten, spielt dabei keine Rolle. Das australische Beispiel beweist, dass es anders geht. Die dortige Politik des No Way hat verhindert, dass die Hände der verantwortlichen Politiker vom Blut Unglücklicher besudelt wurden, die nach einem komfortableren Leben strebten. In diesem Sinnzusammenhang mag es der Mühe wert sein, den Anträgen mit einem etwas abgewandelten Goethe-Zitat zu entgegnen. Ihr, gemeint sind die Anträge, ihr seid ein Teil von jener Kraft, die stets das Gute will, doch stets das Böse schafft. Ihr seid der Geist, der stets beklagt, doch nicht mit Recht, denn keiner, der auf Boden steht, verdient, dass er zugrunde geht. Drum besser wär's, wenn keiner diese Absicht hegt. So stirbt denn alles, was ihr Recht, Humanität, kurz Flüchtling nennt, den Tod im nassen Element. Vielen Dank. So, ich würde dann als nächstes Frau Becker um ihr Eingangsstatement bitten. Ja, vielen Dank. Sehr geehrte Frau Lindholz, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren. Mit der aktuellen Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems drohen nicht nur weitgehende Absenkungen der aktuellen Schutzstandards in der Europäischen Union. Sie birgt auch das Risiko, den Zugang zum individuellen Asylrecht in Europa abzuschaffen und den Flüchtlingsschutz perspektivisch sehr weitgehend aus Europa auszulagern. Die Ausweitung der Konzepte erster Asylstaaten und sicherer Drittstaaten dienen im Wesentlichen dazu, Asylsuchende an andere Staaten zu verweisen, die anstelle der EU-Mitgliedstaaten die Flüchtlingsverantwortung und somit auch die inhaltliche Prüfung des Schutzbegehrens übernehmen sollen. Im Grunde genommen geht es darum, das Beispiel der EU-Türkei-Erklärung auch für andere Staaten anwendbar zu machen.
Die zur Rechtfertigung dieser Politik herangezogene Überforderung des europäischen Asylsystems liegt jedoch nicht vor. Noch ist sie aktuell tatsächlich zu befürchten. Noch immer leben 84% aller Flüchtlinge in Entwicklungsländern, in Krisenregionen und Transitstaaten. Die phasenweise starke Belastung des deutschen Asylsystems war in den Jahren 2015, 2016 vor allem der fehlenden Solidarität innerhalb der Europäischen Union geschuldet. Eine Ursache dafür liegt in dem Grundfehler der Dublin-Verordnung, welche eine solidarische Verantwortungsteilung gerade nicht vorsieht. Eine grundlegende Änderung dieses Systems sehen aber weder die Vorschläge der Europäischen Kommission noch des Rats vor. Lediglich die Vorschläge des Europäischen Parlaments enthalten hierzu gute Ansätze, da sie das Hauptzuständigkeitskriterium der Ersteinreise abschafft und auch Bedürfnisse Asylsuchender berücksichtigt. Ziel und Zweck der Genfer Flüchtlingskonvention aus dem Jahr 1951 war es, zu verhindern, dass sich eine Situation verhindert, wie sie im Zweiten Weltkrieg stattgefunden hat, in der Flüchtlinge zurückgeschoben wurden, keine Aufnahme finden konnten in Staaten, obwohl sie Schutz gebraucht hätten. Aus diesem Grund ist auch heute der Staat, in dem um Schutz nachgesucht wird, primär zuständig für die Durchführung des Asylverfahrens und für die Schutzgewährung. Das muss die Regel bleiben. Die Durchführung oder Anwendung sicherer Drittstaatenregelungen und erster Asylstaatenkonzepten die Ausnahme. Auch wenn die Genfer Flüchtlingskonvention das Konzept sicherer Drittstaaten nicht ausdrücklich verbieten, so soll auch nach UNHCR dieses Konzept doch dem Zweck dienen, überforderte Staaten zu entlasten und den globalen Schutzraum zu vergrößern, aber nicht zu verkleinern. Die aktuelle Verlagerung der Zuständigkeit in Transit- und Krisenregionen droht aber im Gegenteil, den weltweiten Schutzraum zu verringern. Mit der Folge, dass Flüchtlinge in letzter Konsequenz auch wieder in ihre Herkunftsländer zurückgeschoben werden oder aber gar nicht aus diesen ausreisen können. Denn wenn bereits eine reiche Region wie die Europäische Union ihre Grenzen verschließt für Schutzsuchende, droht dies zum Vorbild zu werden für andere Staaten, die tatsächlich jetzt schon sehr stark gefordert sind mit der Aufnahme von Flüchtlingen, wie zum Beispiel die Türkei oder Jordanien, die beide auch schon vermehrt ihre Grenzen nach Syrien schließen und auch anerkannte Flüchtlinge zurückschieben. Im Hinblick auf die aktuellen Vorschläge müssen deshalb aus unserer Sicht insbesondere die Folgenvorgaben berücksichtigt werden. Erstens, es darf keine verpflichtende Vorabprüfung von sicheren Drittstaaten oder ersten Asylstaaten vor dem Dublin-Verfahren eingeführt werden. Dies birgt das Risiko gravierender Menschenrechtsverletzungen an den EU-Außengrenzen, wie wir es bereits jetzt in den Hotspots-Systemen in Griechenland und Italien beobachten können. Hier gibt es weder menschenwürdige Aufnahmebedingungen, noch ist der Zugang zu Recht und effektivem Rechtsschutz gewährleistet. Darüber hinaus droht bei diesem System eine dauerhafte Trennung von Familien und da das System selbst für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge Anwendung finden soll, eine massive Verletzung des Kindeswohls und damit der UN-Kinderrechtskonvention. Zweitens, die Ratifizierung und wirksame Anwendung der Genfer Flüchtlingskonvention samt des Zusatzprotokolls von 1987 muss, wie es auch das Bundesverfassungsgericht für deutsche sichere Drittstaatenregelungen 1996 festgestellt hat, Voraussetzung für die Anerkennung eines sicheren Drittstaats als sicher sein. Das Beispiel der Türkei zeigt eindrücklich, was sonst die Folge ist. Denn hier ist sowohl der Zugang zu Schutz als auch der Zugang zu den mit der Genfer Flüchtlingskonvention einhergehenden Statusrechten, wie dem Zugang zu Bildung, Arbeit oder Gesundheit, gefährdet. Drittens. Eine sinnvolle Verbindung zwischen Asylsuchende und Drittstaat, wie sie zum Beispiel durch Familienangehörige, ein unterstützendes Netzwerk oder langjährige Voraufenthalte gegeben sein kann, muss die Voraussetzung für die Anwendung der sicheren Drittstaatenkonzepte sein. Nur so kann sichergestellt werden, dass es tatsächlich eine dauerhafte Integration in diesem Staat ermöglicht und damit auch eine dauerhafte und nachhaltige Lösung, die erneute Weiterwanderung verhindern kann. Viertens. Ein Staat, der nur in Teilgebieten oder nur für bestimmte Personengruppen das Refoulement achtet und Schutz bieten kann, kann nicht als sicherer Drittstaat im Sinne der Asylverfahrensverordnung angesehen werden. Im Rahmen der New Yorker Erklärung für Flüchtlinge und Migranten aus dem Jahr 2016 haben sich die EU-Mitgliedstaaten und auch Deutschland zu mehr Verantwortungsteilung beim Flüchtlingsschutz verpflichtet. Sie haben festgehalten,
dass der Schutz von Flüchtlingen eine internationale Aufgabe darstellt, die nicht einigen wenigen Staaten aufgrund ihrer geografischen Nähe zu Konfliktgebieten überlassen werden darf. Diese Verpflichtung gilt es jetzt bei der Umsetzung und Ausgestaltung des gemeinsamen europäischen Asylsystems umzusetzen. Das bedeutet aus unserer Sicht, Verantwortung zu übernehmen und nicht auszulagern. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Frau Becker. Dann würde ich jetzt Herrn Professor Heilbronner bitten. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte ganz kurz eine Bemerkung zu den allgemeinen Rechtsgrundlagen machen, dann etwas zur Dublin-Verordnung sagen und dann anstelle der Kritik zur Dublin-Verordnung und zu den Vorschlägen auch ganz kurz etwas zu meinen eigenen Vorstellungen zu Dublin-3-Verordnung und zur Dublin-4-Verordnung sagen und zum Schluss ganz kurz eine Bemerkung zu den Änderungen bei der sogenannten Asylverfahrensrichtlinie machen. Zunächst, in der Tat, das Refoulementverbot schützt vor Abschiebung oder Zurückweisung in ein Verfolgerland, gibt aber kein individuelles Recht auf Asylgewährung oder barrierefreien Zugang zu einem Asylverfahren in einem EU-Mitgliedstaat oder Gewährung eines humanitären Visums etwa zum Zweck der Asylbeantragung. Das schließt selbstverständlich nicht aus, dass die Bewältigung des Flüchtlingsproblems insgesamt als internationales Problem verstanden wird. Jetzt zur Dublin-Verordnung. Die Dublin-Verordnung soll, wie schon das Abkommen von 1990, irreguläre Weiterwanderungen innerhalb der EU und mehrfache oder wiederholte Antragstellungen in mehreren EU-Mitgliedstaaten oder Dublin-assoziierten Staaten verhindern. Dieses Ziel ist nicht einmal ansatzweise erreicht worden. Das Jahr 2016, nur eine Zahl, weist bei einer Zahl von 722.370 förmlich registrierten Asylantragstellern gerade einmal 55.690 von Deutschland gestellte Übernahmeersuchen auf. Davon wurden 29.274 Ersuchen bewilligt, zugestimmt. Überstellt wurden letztendlich 3.968 Personen. Ich könnte ähnliche Zahlen für 2017 bringen, das mache ich aus Zeitgründen nicht. Der Kommissionsvorschlag von 2016 möchte dem begegnen durch im Wesentlichen einerseits beschleunigtes Asylverfahren, Kürzung von Sozialhilfeleistungen, Streichung des Zuständigkeitsübergangs bei Fristablauf. Andererseits soll das Zuständigkeitskriterium der Familienverbindung auf die Geschwister erweitert werden. Im Bereich der Lastenverteilung hat die Kommission vorgelegt, ein faires Lastenverteilungssystem anhand der Bevölkerungsgröße und dem Bruttoinlandsprodukt soll der faire Anteil ermittelt werden. Übersteigt die effektive Zahl den Schwellenwert um den Faktor 1,5, soll der Weiterverteilungsmechanismus eingreifen. Mitgliedstaaten, die sich weigern, Asylsuchende nach diesem Zuständigkeitssystem zu übernehmen, sollen pro Kopf 250.000 Euro an die EU entrichten müssen. Soweit ganz kurz zu diesem Vorschlag, von dem ich glaube, dass er einige positive Ansätze enthält. Nun zum Gegenvorschlag des Parlaments. Es will, wie schon berichtet, das Zuständigkeitskriterium des Ersteinreisestaats durch dasjenige der familiären und sonstigen Bindungen, also Verwandte, früher Aufenthalt, Besitz eines dort erworbenen Diploms, ersetzen. Ein erweiterter Familienbegriff wird durch ein besonderes Verfahren der Familienzusammenführung noch weiter ausgedehnt. Eine automatische Umsiedlung, so stellt sich das jedenfalls das Europäische Parlament vor, soll durch die EASO erfolgen, wie sagt der Parlamentsbericht im Übrigen nicht. Der Parlamentsentwurf in aller Kürze ist nicht nur unrealistisch. Im Hinblick auf die Annahme durch das neue Zuständigkeitssystem könnte die irreguläre Weiterwanderung vermieden werden und mittels der EASO eine permanente automatisierte Umsiedlung gegen den Willen der Flüchtlinge und der beteiligten Staaten wohl organisiert werden. Er ignoriert auch sämtliche Mechanismen, die bisher Anreize für eine irreguläre Weiterwanderung geboten haben. Er ist schließlich extrem nachteilig für die Bundesrepublik Deutschland aufgrund der verstärkten Zuständigkeitsanbindung an das Bestehen familiärer Bindungen, die naturgemäß
diejenigen Staaten besonders betrifft, die schon in der Vergangenheit überproportional viele Flüchtlinge aufgenommen haben. Weiterhin eine größere Verantwortung soll noch übernommen werden durch das Übergangsregime, bis schrittweise auch diejenigen Staaten, die bislang über wenig Erfahrungen verfügen, mit Hilfe der EU-Aufnahmekapazitäten aufgebaut haben. Meines Erachtens ist das eine Perpetuierung letztendlich einer bestehenden Überbelastung aufgrund des bestehenden Systems. Jetzt zu meinen eigenen Ideen in aller Kürze. An die Stelle des, etwas salopp gesagt zugegeben, Dubliner Verschiebebahnhofs mit funktionsunfähigen Zügen sollten Asylbewerber bei der Ersteinreise in einen EU-Mitgliedstaat registriert und unmittelbar einem zuständigen Staat zugewiesen werden. Der Zugang zum Asylverfahren sollte nur und ausschließlich beim zuständigen Mitgliedstaat gewährt werden, sofern kein nationaler Aufenthaltstitel erteilt wird. Der Rechtsschutz sollte auf Rechtsverletzungen unter Ausschluss der Zuständigkeitskriterien beschränkt werden. Das ist im Übrigen auch der Vorschlag der Kommission. Antragsteller aus sicheren Herkunftsstaaten und sicheren Drittstaaten sollten von der Verteilung ausgenommen sein und bereits in EU-Aufnahmeeinrichtungen in einem beschleunigten Asylverfahren überprüft und gegebenenfalls mit Unterstützung der Europäischen Grenz- und Küstenschutzbehörde umgehend in ihre Heimat oder sicheren Drittstaaten zurückgeführt werden, falls erforderlich durch eine entsprechend reformierte europäische Grenzbehörde. Zu den Umverteilungsplänen. Obligatorische Umverteilungsquoten. Ich müsste kurz auf die Uhr schauen. Also ich habe zwar meinen Kolleginnen und Kollegen versprochen, ich werde nicht exakt mit der Stechuhr arbeiten, aber jetzt sind wir schon bei 6 Minuten. Ich möchte aber auch alle gleich halten. Also wenn Sie jetzt zügig... Also in 4 Minuten bin ich ungefähr zu Ende. Ja, in noch 4. Wir hatten 5 pro Sachverständigen auch vorher im Schreiben kommuniziert. Ach so, 6 Minuten sind es schon. Gut, ich mache das kürzer. Also... Ich denke, zur obligatorischen Umverteilungsquoten werden nicht funktionieren, sondern man muss ein System von freiwilligen Pledging in ein Pledging-Verfahren und natürlich muss ein gewisser Ausgleich durch finanzielle Zuwendungen erfolgen. Wenn das nicht ausreicht, dann muss man einen Krisenmechanismus schaffen. Solche Ansätze haben wir in dem Kompromissvorschlag des Rats. Eine letzte Bemerkung, wenn ich die noch anbringen darf, zu den Sicherheitskriterien. Aus den Refoulementverboten ergeben sich natürlich zwingende Kriterien für Sicherheitsanforderungen bei Artikel 3 und bei Artikel 33 der Genfer Konvention. Das geht zum Teil erheblich über das völkerrechtlich Gebotene hinaus. Etwa die Berücksichtigung von persönlichen Bindungen bei der Anwendung des sicheren Drittstaatenkonzepts. Mir erscheint deshalb die im Kompromissvorschlag vorgesehene Differenzierung bei der Sicherheitsvermutung zwischen Regionen eines Staatsgebiets unter der Voraussetzung der Erreichbarkeit und nach der jeweils betroffenen Personenkategorie sinnvoll. Ich werde gerne, wenn das in der Diskussion für sinnvoll erachtet wird, etwas über die Rechtsprechung des Conseil d'État zur französischen Praxis sagen und über die Rechtsprechung in dem britischen Verfahren, wo das ein längst bekanntes und altes Verfahren ist, während im Gegensatz hierzu gelegentlich hier der Eindruck erweckt wird, als ob jetzt die EU was Sensationelles, Neues aus der Taufe geholt habe. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Professor Heilbronner. Dann kämen wir zu Herrn Professor Kau. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde mich auf 2 Aspekte meiner Stellungnahme beschränken. Und zwar einmal die Einordnung der nun vorgeschlagenen Asylverfahrensverordnung in das Gesamtsystem des gemeinsamen europäischen Asylsystems und die Frage, die im Antrag 19244 aufgekommen ist, ob denn eine Einschränkung der vom Bundesverfassungsgericht vorgenommenen Fragen und Interpretationen irgendwie auch die Möglichkeiten der Bundesregierung bzw. des Bundesgesetzgebers einschränken, solche Übertragungen vorzunehmen. Zunächst möchte ich darauf hinweisen, das europäische
Asylrecht, die europäische Asylrechtsharmonisierung ist ein Prozess, der seit annähernd 30 Jahren abläuft, der sich in verschiedenen Phasen vollzogen hat und der mit den Vorschlägen von 2016 in eine neue Phase getreten ist, eine neue Stufe erreicht. Dass nun von einer Richtlinie, vorher hatten wir eine Asylverfahrensrichtlinie, geplantermaßen in eine Asylverfahrensverordnung übergewechselt wird, führt dazu, dass die Regelungskompetenz der Europäischen Union ganz deutlich gestärkt ist. Das heißt, die mitgliedstaatlichen Abweichungsmöglichkeiten werden dadurch nicht nur eingeschränkt, sondern verschwinden weitgehend. Das wird in dem einen oder anderen Antrag beklagt. Der Punkt ist, im Rahmen der Asylharmonisierung ist das im Grunde genommen der nächste logische Schritt gewesen, nachdem man das erst auf intergouvernementaler Ebene, dann das erste Mal auf sekundärrechtlicher Ebene, wo man sich noch ganz allgemein orientiert hat. Dann hat man 2013 die nächste Stufe vollzogen, die sich aber in der Flüchtlingskrise nicht besonders bewährt hat. Und jetzt übernimmt die EU-Kommission bzw. die Europäische Union im Ganzen hier noch stärker das Heft des Handelns. Das heißt, Harmonisierung führt zur Reduzierung von mitgliedstaatlichen Gestaltungsräumen. Und das ist auch hier der Fall. Das heißt aber nicht, also aus der Kontinuität der Asylrechtsharmonisierung, dass hiermit das letzte Wort gesprochen wäre. Das heißt, in 5 oder 6 oder 7 Jahren wird man sich das noch mal genau anschauen und wird auch überlegen, inwiefern die Asylverfahrensverordnung dann entsprechend angepasst werden soll. Im Zusammenhang mit dem hier vorliegenden Entwurf und vor allen Dingen dem Ratsdokument, das verschiedentlich zitiert worden ist, wird die Befürchtung laut, dass damit ein gravierender Systemwechsel vollzogen worden ist, den kann ich nicht sehen. Das bewegt sich alles im Rahmen dessen, was man bisher schon gekannt hat. Also gerade sichere Herkunftsstaaten, sichere Drittstaaten, erster Asylstaat sind Konzepte, die zum Teil seit Jahrzehnten existieren, die seit Jahrzehnten eingeführt sind. Die EU-Kommission weicht davon eigentlich ganz konsequent in ihrem Herangehen davon nicht ab. Das müssen wir zum Normbesitzstand in diesem Bereich zählen. Also von daher eine extreme Verschlechterung oder auch nur eine starke Verschlechterung kann ich an den hier vorgeschlagenen Regeln nicht sehen. Dazu 2 Punkte. Erstens, es ist die dritte Verfahrens-, oder das dritte Sekundärrechtsakt, der sich diesen Fragen widmet. Der erste stammt aus dem Jahr 2005, der zweite aus dem Jahr 2013. Das ist nun der dritte. In dieser Kontinuität bewegt er sich. Ich habe in meiner Stellungnahme gesagt, es gibt eine ganze Reihe Stellschrauben, an denen gedreht wird. Und manche Stellschraube wird sicherlich hier auf etwas strenger gedreht. Gleichzeitig werden aber auch Rechte eingeräumt, etwa bei der Rechtsvertretung oder beim Schutz unbegleiteter Minderjähriger, die es vorher in dieser Form noch nicht gegeben hat. Also eine einhellige Verschärfung kann ich hier beim besten Willen nicht erkennen. Das Zweite ist, die Asylverfahrensverordnung, um die es hier geht, ist eine Verordnung, die in das Gesamtsystem eingefügt sein muss. Es gibt über diese Verordnung hinaus noch 5, 6, 7 weitere Verordnungen und Richtlinien. Im weitesten Sinne sind es bis zu 10 oder 12. Wenn wir die jetzt nur isoliert betrachten, das ist so, als wenn wir uns ein Tischbein herausgreifen und dann sagen, auf diesem Tischbein kann kein Tisch stehen. Das heißt, dieses Asylsystem basiert nicht nur auf der Asylverfahrensverordnung, sondern es basiert auf einer ganzen Reihe Sekundärrechtsakte, neue Verordnungen, die geplant sind, neue Richtlinien, Richtlinienüberarbeitungen. Das ist hier zu berücksichtigen. Zum zweiten Punkt kurz, ist die Asylrechtsharmonisierung, die jetzt vorgesehen ist, bewegt die sich außerhalb der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts? Ja, sie bewegt sich außerhalb der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, aber das ist hier keine gravierende Einschränkung. Die gravierende Einschränkung wäre nur
gegeben, wenn kein im Wesentlichen vergleichbares, kein im Wesentlichen vergleichbarer Grundrechtsschutz mehr gewährleistet wäre. Den kann ich aber hier auch nicht erkennen. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht wird das vielleicht prüfen und wird dann schauen, ob der Grundrechtsschutz, der im neuen System gewährt wird, im Wesentlichen vergleichbar ist. Und das ist hier der Fall. Ja, also wenn es überhaupt eine Reduzierung des Grundrechtsschutzes gibt, ist der sehr gradueller Natur nur. Und ich habe es geschrieben, das Bundesverfassungsgericht hat sich eine Hürde aufgestellt in der Bananenmarktverordnungsentscheidung, die so hoch ist, dass es kaum erwartbar ist, dass es hier in diesen Maßnahmen einen Ultravirus-Akt sehen wird. Ja, man weiß nicht, was das Bundesverfassungsgericht sagen wird, aber das wäre meine Einschätzung. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Wir kämen als nächstes zu Herrn Knaus, den ich damit auch noch ganz herzlich begrüßen darf. Ja, vielen herzlichen Dank für diese Gelegenheit und lassen Sie mich vielleicht mit einem Gedanken beginnen. Wir brauchen tatsächlich auf europäischer Ebene, so schnell es geht, ein humanes, effizientes, mehrheitsfähiges europäisches System. Wir haben es in den letzten 20 Jahren nicht gehabt. Das Problem ist, dass die Vorschläge, die wir derzeit von der Kommission, vom Europäischen Parlament und auch vom Rat auf dem Tisch liegen haben, dieses System ebenfalls nicht schaffen werden. Der Hauptgrund besteht darin, und zwei Aspekte möchte ich betonen, dass wir tatsächlich noch immer keine wirklich realistische europäische Debatte um die Umsetzung von all den Dingen führen, die in den letzten Jahrzehnten und Jahren auf europäischer Ebene beschlossen wurden. Drei Eindrücke. Ich habe in den letzten Tagen viel mit italienischen Abgeordneten gesprochen. Wenn sich dort in den nächsten Tagen oder Wochen eine Regierung bildet, der Cinque Stelle mit der Lega, dann haben wir es mit einer vollkommen anderen Situation zu tun, als ob die Cinque Stelle mit den Demokraten eine Regierung bilden. Und ohne Italien, ohne italienische Unterstützung, Engagement und Aktivität lässt sich das, was in Brüssel beschlossen wird, auch in Zukunft so wenig umsetzen, wie die Dublin-Richtlinie in den letzten, Dublin-Verordnung in den letzten Jahrzehnten. In den letzten drei Jahren, 2014 bis 2016, wurden 110.000 Anträge in Italien gestellt, unter der Dublin-Verordnung Menschen zurückzunehmen. Von diesen 110.000 hat Italien 8.000 Leute zurückgenommen. Verständlich, sagen die Italiener, sie hatten so viele Leute, die kamen, warum sollen sie sich an die Regeln halten? Die Tatsache, dass es eine Verordnung war, hat daran nichts geändert. Und es ist mit Frankreich nicht anders, wenn Sie sich die Zahlen ansehen zwischen Frankreich und Italien, dann hat im letzten Jahr Frankreich an Italien fast 6.000 Anträge gestellt, Leute zurückzunehmen. Italien hat 75 Leute zurückgenommen. Warum soll sich das jetzt auf einmal ändern? Was sind die Interessen von Italien und Griechenland, hier anders zu agieren? In Athen, wo ich auch viel bin, herrscht Hilflosigkeit. Die Zahl der Boote nimmt wieder zu. Die Situation auf den Ägäisinseln ist katastrophal. Man weiß nicht, wie man mit dem Problem zurechtkommen will. Alle kritisieren das EU-Türkei-Abkommen, doch es gibt von keiner Seite einen konkreten Vorschlag, was man besser machen sollte. Und die letzte Woche verbrachte ich in Ungarn und ich muss Ihnen nicht viel darüber erzählen, wenn man dort mit Menschenrechtsaktivisten redet, die davor stehen, für ihr Engagement für Flüchtlinge und Asylsuchende kriminalisiert zu werden, in einem Land, in dem seit vielen Jahren alle Standards der EU ausgehöhlt und ignoriert werden, dann sehen wir die Schwierigkeiten, denn hier haben wir es mit drei EU-Grenzstaaten zu tun, Ungarn, Griechenland und Italien. Ohne diese Staaten einzubinden, ohne deren Interessen ernst zu nehmen, wird das, was in Brüssel beschlossen wird, nicht funktionieren. Und das ist vor allem für Länder wie Deutschland ein großes Problem. Der zweite Problempunkt ist, dass die Erfahrungen der letzten Jahre und Jahrzehnte, wie schwierig es ist, Leute gegen ihren Willen in Staaten zurückzuschicken, die kein Interesse haben, sie aufzunehmen, dass diese Erfahrungen nicht wirklich berücksichtigt wurden. Das gilt nicht nur für Italien, das gilt nicht nur im Dublin-Raum, das gilt natürlich auch für Herkunftsländer. Noch eine Zahl, ich habe ein paar Zahlen in meiner Stellungnahme. Aus den westafrikanischen Ländern sind in den letzten Jahren mehr als die Hälfte aller Menschen gekommen, die in die Boote gestiegen sind, nach Italien unterwegs waren. In einem Jahr, 2016, waren es an die 100.000 Menschen aus 6 westafrikanischen Ländern. Anerkennungsquoten für Flüchtlingsstatus 2%, subsidiärer Schutz noch einmal ein paar Prozent dazu. 90% bekommen keinen internationalen Schutz aus diesen 6 Ländern.
Aber in dem Jahr, in dem 100.000 Menschen nach Italien kamen in den Booten, wurden insgesamt 260 zurückgeschickt, freiwillig und durch Abschiebungen. Das bedeutet, dass derzeit, wer mit Booten nach Griechenland oder Italien kommt, mit Sicherheit für Jahre in der EU bleiben wird. Das ist ein Magnet. Wir sind nicht in der Lage, schnelle, faire, qualitätsvolle Entscheidungen zu treffen, wer zurückgeschickt werden kann. Und wir sind nicht in der Lage, Abkommen mit den Herkunftsländern oder im Falle der Türkei haben wir ein Abkommen, aber wir sind nicht in der Lage, das mit Leben zu erfüllen. In der zweiten Hälfte 2017 unter dem EU-Türkei-Abkommen oder der Erklärung sind insgesamt pro Monat in der zweiten Jahreshälfte im Durchschnitt 40 Leute von Griechenland in die Türkei zurückgeschickt worden. Jetzt haben wir hier eine theoretische Debatte über, wie wir einen sicheren Drittstaat erkennen. Tatsächlich ist es so, dass jetzt in den letzten zwei Jahren nicht ein Asylantragsteller in Griechenland, der den Rechtsweg bis zum Ende durchgefochten hat, tatsächlich in die Türkei zurückgeschickt wurde. Wir sind derzeit, alle unsere Länder, nicht in der Lage, wirklich Leute in die Herkunftsländer zurückzuschicken, mit wenigen Ausnahmen wie dem Balkan oder den Ländern, die Visa-Liberalisierung haben, also etwa Georgien oder Moldau. Was brauchen wir? Und damit schließe ich. Wir brauchen eine Debatte, die die Interessen, ohne die wir kein europäisches System umsetzen können, Interessen in der EU der meist betroffenen Länder und Interessen der Herkunftsländer ernst nimmt. Wir brauchen eine Debatte über die Ressourcen, die wir brauchen, um Asylverfahren tatsächlich schnell abwickeln zu können, ohne dass die Qualität darunter leidet. Es ist verständlich, dass in Italien, wo die Zahl der Asylanträge in den letzten Jahren sich verzehnfacht hat, heute die Qualität der Verfahren dramatisch gefallen ist. Im letzten Jahr haben manche italienische Asylkommissionen einzelne Mitarbeiter an einem Tag im Durchschnitt 5 Entscheidungen getroffen. Man muss sich vorstellen, was da die Qualität dieser Entscheidungen sein kann. Also ich glaube, den Systemwechsel, den brauchen wir tatsächlich. Aber wir brauchen auch Realismus über Abschiebungen. Was wir vorgeschlagen haben in unserem Papier und auch in den letzten Monaten in Gesprächen mit Entscheidungsträgern, gerade in diesen Ländern, ist, wir brauchen ein System, wo wir ab einem Stichtag in der Lage sind, schnell zu entscheiden, wie in den Niederlanden, innerhalb von 2 Monaten, und zwar inklusive der Berufungsinstanzen, mit genügend europäischen Ressourcen, die wir Italien und Griechenland zur Verfügung stellen, schnell zu entscheiden, wer Schutz braucht. Und dann brauchen wir Abkommen mit Herkunftsländern in Westafrika oder in Afrika, die ab diesem Stichtag jeden zurücknehmen, der nach einem fairen Verfahren keinen Schutz bekommt. Das ist aus Westafrika die große Mehrheit. Wenn das funktioniert, wird die Zahl derjenigen, die sich in Boote setzen, dramatisch einbrechen. Und wir brauchen eine seriöse Umsetzung des EU-Türkei-Statements, die es in den letzten 2 Jahren nicht gab. Wenn wir das nicht tun, wird uns jede Veränderung der Dublin-Verordnung, jede Veränderung des europäischen Asylsystems in der Praxis keinen Schritt weiterbringen. Herr Knaus, vielen Dank. Und ich würde jetzt zu Frau Professor Lüppe kommen. Dankeschön, Frau Vorsitzende. Ich bin in den vielen Jahren, in denen ich mich jetzt mit dem Dublin-System beschäftige, die unter anderem die Lektüre von hunderten verwaltungsgerichtlicher Urteile mit sich gebracht hat, zu der Überzeugung gekommen, dass Systeme der Allokation von Flüchtlingsverantwortung nur dann effizient organisiert werden können, wenn man mit den Zuordnungsinteressen der Betroffenen arbeitet und nicht gegen die Zuordnungsinteressen der Betroffenen. Das soll jetzt kein Plädoyer für freie Asylwahl sein. Es gibt andere Konzepte, die stärker mit, ohne freie Asylwahl zu sein, stärker mit Freiwilligkeit und mit Kooperation mit den Betroffenen arbeiten, wie zum Beispiel der Vorschlag des Sachverständigenrates in seinem Gutachten 2017 oder der Vorschlag von Mayani für das Europäische Parlament. Also es gibt solche Vorschläge, aber ich habe den Eindruck, die Würfel sind im Wesentlichen gefallen und werden also das bekommen, was sich bereits abzeichnet. Und deswegen habe ich mich in meiner schriftlichen Stellungnahme auf Punkte beschränkt, wo möglicherweise noch was zu bewegen ist, weil es da noch keine Einigkeit gibt jetzt zwischen Parlament und Rat. Das erste ist, soll künftig für sichere Drittstaaten der GfK-Standard weiter gelten oder soll er das nicht? Ja.
Die Genfer Flüchtlingskonvention, die besteht nicht nur aus zwei Artikeln, nämlich der Flüchtlingsdefinition und dem Refoulementverbot, sondern die hat 46 Artikel. Ja? Und diese anderen Artikel, das sind die Statusrechte, die haben einen Sinn. Die GfK zielt damit auf Abhilfe für eine prekäre Situation, die flüchtende Menschen außer ihrer Verfolgungssituation auch noch haben. Das ist nämlich diese Situation der Schwebe, in der man sich befindet, wenn man nicht mehr nach Hause kann und nirgends einen Ort hat, wo man dazugehört und die ortsüblichen Rechte hat. Ja, die Statusrechte der GfK sind darauf angelegt, dass Flüchtlinge mit zunehmender Dauer und Verfestigung ihres Aufenthalts inkludiert werden in den Aufnahmestaat. Sie sollen in Bezug auf den Zugang zu Arbeit, Wohnungswesen, Bildung, Freizügigkeit, Rechtsschutz und so weiter zu einer sozial eingebundenen und produktiven Lebenslage zugeführt werden. Sie sollen nicht subsistenzgesichert, aber sozusagen abgesondert, ja, zu einer Last für sich und andere werden. Weil die GfK neben dem Verfolgungsproblem auch dieses Inklusionsproblem angehen will, regelt sie eben gerade keine Minimalversorgung, sondern Gleichbehandlungsrechte. Die Statusrechte sind im Wesentlichen Gleichbehandlungsrechte, sind darauf gerichtet, dass die Flüchtlinge im Aufnahmestaat mit zunehmender Dauer und Verfestigung ihres Aufenthalts wie die anderen stehen. Mit Rücksicht auf diese doppelte Zielrichtung muss die GfK danach ausgelegt werden. Nicht? Das ist, völkerrechtliche Verträge sind nach Treu und Glauben so auszulegen, dass ihre Ziele und Zwecke praktisch wirksam werden. Daraus folgt aus meiner Sicht zweierlei. Erstens, wenn Vertragsstaaten statt Asylsuchenden diese GfK-Statusrechte im Inland zukommen zu lassen, Praktiken entwickeln, Asylsuchende auf andere Staaten, in andere Staaten wegzuschicken, ja, dann muss es auch in diesen Zielstaaten den GfK-Statusrechten entsprechendes Inklusionssystem geben und nicht nur eine subsistenzsichernde Minimalversorgung. Andernfalls machen die Vertragsstaaten mit einer solchen Praxis, ja, die Statusrechte der GfK praktisch unwirksam, und das dürfen sie nicht. Dem Inklusionszweck der Genfer Konvention widerspräche es auch, Asylsuchende auf sichere Schutzzonen in ansonsten unsicheren Staaten zu verweisen. Auch das ist eine Form der Ausgrenzung, eine territoriale Ausgrenzung, die die Genfer Flüchtlingskonvention jedenfalls dann nicht erlaubt, wenn anderen Ausländern in diesem Drittstaat das gesamte Territorium zur Verfügung steht. Also Ergebnis zu diesem ersten Punkt: Für die Drittstaatenkonzepte muss der GfK-Standard verbindlich sein. Das kann durch weitere menschenrechtsbasierte Anforderungen an den Drittstaat ergänzt werden, aber eben ergänzt und nicht ersetzt. Zweites Thema, die Verbindungsklausel im sicheren Drittstaatenkonzept. Ich habe in meiner Stellungnahme hergeleitet, dass die Verbindungsklausel meaningful connections meint. Das heißt, sie nimmt Bezug auf familiäre Verbindungen, Netzwerke, langfristige Voraufenthalte, Sprachkenntnisse und so weiter. Und der bloße Transit ist keine meaningful connection. Das steht auch in Übereinstimmung mit der Position des UNHCR. Und so, also meaningful verstanden, ist die Verbindungsklausel eine vernünftige, nämlich humane, solidarische und effiziente Allokationsregel, die nicht aufgegeben werden sollte. Schutzsuchende wollen oft ja auch dahin, wo sie Sonderverbindungen haben, und dadurch mindert eine verbindungsrücksichtsvolle Allokation von Schutzsuchenden die Probleme, die wir mit Zwangszuordnungssystemen, die Zwangszuordnungssysteme so ineffizient machen, ne? Im Dublin-System bis zum Scheitern. Hohe Vollzugsdefizite, administrativ und justiziell extrem aufwendige Zuordnungen, Mehrfachbefassungen wegen Weiterwanderung und Wiederkehrern, Untertauchen, Gang in die Illegalität und so weiter. Eine stärkere, nicht schwächere Orientierung an den Zuordnungsinteressen der Schutzsuchenden wäre der Weg für mehr Effizienz. Die Staaten müssten eigentlich auch deshalb daran interessiert sein, die Verbindungsorientierung zu stärken und nicht zu schwächen, weil sich Flüchtlinge mit inländischen Ressourcen und inlandsbezogenem Know-how leichter integrieren lassen. Solche Schutzsuchenden anderen Schutzstaaten zuzuordnen, daran kann eigentlich nur jemand interessiert sein, der seinen Teil an Flüchtlingsverantwortung nicht übernehmen möchte. Denn wenn man einen Teil übernimmt, sollte man das vernünftigerweise doch für Menschen tun, die ohnehin schon Inlandsverbindungen haben. In diesem Sinne ist die Verbindungsklausel auch solidarisch. Dass sie außerdem menschenrechtlich zwingende Anteile hat, ja, die nicht aufgegeben werden dürfen, habe ich in meiner schriftlichen Stellungnahme dargelegt. Auf das Erfordernis des Transits reduziert, würde die Verbindungsklausel ihre ganze Vernünftigkeit verlieren. Ergebnis zu diesem Punkt, dass der bloße Transit keine Verbindung begründet, keine relevante Verbindung, sollte klargestellt werden. Es sollte außerdem klargestellt werden, dass die Verbindung zum Drittstaat gegebenenfalls stärker sein muss als Verbindungen, die diese Person innerhalb Europas hat. Ja, sonst ist es nämlich nicht vernünftig, die Person nach Afrika zu schicken, sondern dann sollte ihr Antrag ins Dublin-System eingespeist werden. Letztes Thema.
In den Reformverhandlungen gibt es Bestrebungen, die Zuordnung sowohl innerhalb des Dublin-Systems als auch bezüglich Staaten außerhalb Europas künftig starrer zu organisieren, indem Handlungsspielräume der Mitgliedstaaten und teilweise auch der Individualrechtsschutz eingeschränkt werden. Dahinter steckt wohl die Vorstellung, man könne ein Zwangszuordnungssystem durch flexible Zuordnungsregeln und mehr Zwang und Druck, diese einzuhalten, effizienter machen. Ich kann vor dieser Vorstellung nur warnen, der in der Tat verrückte Aufwand, den wir mit dem Dublin-System betreiben, nicht? Verrückt deshalb, weil wir mit diesem teuren Verschiebebahnhof in der Bilanz kaum Umverteilungseffekte erzielen. Der Aufwand beruht darauf, dass es sich um ein Zwangszuordnungssystem handelt, das unweigerlich menschenrechtlichen Grenzen unterliegt. Frau Lübbe, ich würde auch nur ganz noch mal auf die Uhr verweisen. Mhm. Grenzen, die sich auf den Zielstaat beziehen und die Zumutbarkeit der Verhältnisse dort, aber auch andere Überstellungshindernisse, Grenzen, die in jedem Einzelfall geprüft werden müssen. Es muss immer Zugang zu effektivem Rechtsschutz geben, das gilt auch für weitergewanderte Personen und so weiter und so fort. Dieses Ineffizienzproblem lässt sich nicht dadurch, diesem Problem lässt sich nicht dadurch begegnen, dass man mitgliedstaatliche Handlungsspielräume und Rechtsschutz abbaut. Ergebnis zu diesem Punkt, wenn es ein Zwangszuordnungssystem bleiben soll, müssten sowohl in der Asylverfahrensverordnung als auch in der Dublin-Verordnung die bisherigen Handlungsspielräume erhalten bleiben, um bei Überstellungshindernissen aller Art einen Zuordnungswechsel zu ermöglichen. Und die dürfen auch insbesondere die Selbsteintrittsklausel der Dublin-Verordnung darf nicht dem Individualrechtsschutz entzogen werden. Ja, vielen Dank. Jetzt kommen wir zu Herrn Dr. Rittgen. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren. Ich bin froh, in diese Debatte auch die kommunale Perspektive einspeisen zu können. Sie wissen, die Städte, die Landkreise, die Gemeinden waren diejenigen, die auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise die Hauptlast zu tragen hatten. Selbst in den Monaten, in denen wir hier in Deutschland mit über 200.000 Neuankömmlingen zu rechnen hatten, ist es gelungen, diese vielen, vielen Menschen sehr schnell und menschenwürdig unterzubringen und eine Versorgung dieses Personenkreises sicherzustellen. Mit demselben Engagement engagieren sich die Kommunen heute für die Integration der zahlreichen Menschen, die bei uns bleiben, weil sie einen positiven Asylanerkennungsbescheid haben oder weil sie aus Gründen, die einer meiner Vorredner schon dargelegt hat, nicht schnell zurückgeführt werden können. Insoweit handelt es sich um eine Daueraufgabe, bei der wir nicht mit allzu schnellen Erfolgen rechnen können. Das müssen wir uns, glaube ich, immer wieder vor Augen führen. Die Kommunen haben für diese große Herausforderung auch in organisatorischer Hinsicht reagiert. Es gibt Migrationszentren in fast jeder Kommune. Das heißt, man bemüht sich, die Aufnahme, die Unterbringung, die Integration aus einer Hand sicherzustellen, auch um Effizienzen heben zu können. Nach meinem Eindruck, nach unserem Eindruck, sind wir damit jetzt allmählich am Ende angekommen. Das heißt, durch verwaltungsmäßige Besserorganisationen gelingt es nicht, die Leistungskraft dann auch zu steigern. Deshalb dürfen wir aus der Tatsache, dass es in den letzten 2,5 Jahren gelungen ist, diese schwierigen Aufgaben gut zu bewältigen, nicht den Schluss ziehen, dass das so weitergehen kann, dass wir also auch in Zukunft mit ähnlich hohen Zuwanderungsraten fertig werden würden, wie wir das auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise erlebt haben. Vielmehr mehren sich aus unserer Wahrnehmung die Hinweise, die darauf hindeuten, dass wir allmählich an Kapazitätsgrenzen stoßen. Das wird eh nicht in Gang sein. Es gibt immer mehr Kommunen, die erklären, nicht mehr in der Lage zu sein, weitere Flüchtlinge aufzunehmen. Ich kann Ihnen versichern, das macht kein Bürgermeister, kein Landrat leichtsinnig, sich mit einer solchen Erklärung an die Öffentlichkeit zu wagen. Das muss man ausgesprochen ernst nehmen. Wir haben viele Hinweise darauf, dass es selbst in ländlichen Räumen häufig nicht mehr möglich ist, für geeigneten Wohnraum zu sorgen, mit der Folge, dass selbst anerkannte Flüchtlinge dauerhaft und jedenfalls über den üblichen Zeitraum hinaus in Sammelunterkünften untergebracht werden müssen. Was das bedeutet, wenn sie auch noch Familiennachzug zu organisieren haben, muss ich Ihnen, glaube ich, nicht weiter erklären. Wie in einem Brennglas kann man die Situation beobachten, wenn man sich die Integrationskurse, das Integrationskurssystem anguckt. Da reichen die Kapazitäten allmählich nicht mehr aus. Wir stellen fest, dass die Erfolgsquoten dort dramatisch zurückgehen. Wir haben mit einem sehr hohen Anteil zu rechnen, zu bewältigen von Analphabeten ohne jede Lernerfahrung. Wir werden deshalb wohl akzeptieren müssen, dass ein nicht unwesentlicher Teil dieser Menschen allenfalls rudimentäre Deutschkenntnisse erwerben wird. Dass das zu Problemen bei der Integration führt, muss ich, glaube ich, auch nicht weiter ausführen. Auch die Integrationsfähigkeit der Gesellschaft stößt an ihre Grenzen. Vor diesem Hintergrund
lassen sich unsere Erwartungen an die Reform des europäischen Asylsystems klar benennen. Es muss darum gehen, die Zahl der Flüchtlinge, die Aufnahme in Europa suchen, dauerhaft zu begrenzen. Das setzt nach unserer Auffassung zunächst einmal voraus und vor allem voraus eine wirksame Bekämpfung der Fluchtursachen in den Heimatländern. Darüber hinaus sollten wir aber auch bei voller Anerkennung des Völkerrechts und unserer menschenrechtlichen Verpflichtungen dafür Sorge tragen, dass von vornherein nur solche Menschen, nur solche Flüchtlinge aufgenommen werden, die tatsächlich schutzbedürftig sind und die daher die Chance haben, als Schutzberechtigte anerkannt zu werden. Deshalb begrüßen wir die Vorschläge, die auf eine konsequente Anwendung des Konzepts der sicheren Drittstaaten und des sicheren Herkunftslandes hinauslaufen. Ob ein Flüchtling aus einem solchen Land kommt, sollte nach unserer Auffassung schon an der Grenze oder in grenznahen Einrichtungen geprüft werden. Dafür tritt der Deutsche Landkreistag seit Beginn der Flüchtlingskrise ein. Wir haben uns immer für sogenannte Transitzentren ausgesprochen, Transitzonen ausgesprochen und halten daran fest. Deshalb halten wir es auch für richtig, dass diese Prüfung künftig stattfinden soll, bevor der Dublin-Verteilungsmechanismus überhaupt greift. Dieser Verteilungsmechanismus selbst bedarf ebenfalls der Reform. Sein Ziel muss eine gleichmäßige Verteilung der Flüchtlinge auf alle Mitgliedstaaten der Union sein. Ein Wahlrecht der Flüchtlinge, wie auch immer das ausgestaltet sein sollte, darf es dabei nicht geben. Im Gegenzug muss natürlich sichergestellt werden, dass Flüchtlinge überall in Europa eine Chance auf ein faires Anerkennungsverfahren haben und angemessen aufgenommen und untergebracht werden. Damit Zuordnungsentscheidungen, die nach unserer Auffassung im Dublin-System unvermeidbar sind, auch durchgesetzt werden können, halten wir es für erforderlich, auch negative Anreize setzen zu können. Deshalb ist es richtig, dass Sozialleistungen auf das unabdingbare Minimum gekürzt werden können, wenn Flüchtlinge das Land, dem sie zugeordnet wurden, wieder verlassen. Es braucht, und damit bin ich auch schon am Ende, aber auch einen europaweiten Konsens dazu, dass wir nicht nur effizientere Regelungen brauchen, sondern dass wir auch eine effizientere Durchsetzung brauchen. Und das zu erreichen, sollte unser gemeinsames Ziel sein. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Rittgen. Wir kommen jetzt zu Frau Stamm. Vielen Dank, Frau Lindholz. Sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren. Wir danken für die Möglichkeit, hier als evangelischer Wohlfahrtsverband heute hier im Innenausschuss Stellung zu nehmen. Wir beraten in unseren diakonischen kirchlichen Einrichtungen täglich hunderte Asylsuchende und Flüchtlinge. Aus der täglichen Begegnung mit dem Schicksal dieser Menschen heraus unterstützen wir als Diakonie Deutschland das Anliegen der Fraktionen der Linke und der Bündnis 90 der Grünen, der aktuellen Entwicklung deutlich entgegenzutreten, den individuellen Flüchtlingsschutz in entscheidenden Punkten im EU-Recht abzuschwächen. Zwei Vorhaben halten wir für hochproblematisch. Die schon angesprochene obligatorische Prüfung eines sicheren Drittstaats, vor allen Dingen an den europäischen Außengrenzen. Und zweitens die Verschärfung im Dublin-System. Hier sollen Zuständigkeitsfristen abgeschafft werden und Geflüchtete nahezu keine Sozialleistungen mehr erhalten. Das hat Herr Rittgen schon angesprochen. Ganz kurz zum Verweis auf Flüchtlingsschutz außerhalb der EU. Das hält die Diakonie angesichts der weltweiten Verteilung von Flüchtlingen für nicht angezeigt. Und wir empfehlen dem Deutschen Bundestag dringend, keiner Reform beizustimmen, die nicht eine umfassende inhaltliche Prüfung eines Asylantrages in der EU vorsieht. Zum Stichwort weltweite Verteilung. Die Türkei hat 3,5 Millionen Flüchtlinge aufgenommen. Das ist mehr als die gesamte EU 2015-16 zusammen. In den Anrainerstaaten Syriens gehen mehr als 500.000 Kinder nicht zur Schule. Das sind wirkliche große Herausforderungen, die diese Anrainerstaaten zu stemmen haben. Ja, ich schließe mich den rechtlichen Ausführungen der Sachverständigen Lübbe und Becker an in Bezug auf die obligatorische Prüfung eines sicheren Drittstaates und möchte eigentlich nur auf den wichtigen Aspekt der Dublin-Reform eingehen und dazu drei Punkte ansprechen. Die Diakonie hält den Ansatz, Asylverfahren überwiegend an den Außengrenzen und gemeinsame Rückführungen von dort durchzuführen, für verfehlt. Das ist sowohl in der gegenwärtigen EU-Reform als auch im aktuellen Koalitionsvertrag so angelegt. Das Hotspot-Regime an den europäischen Außengrenzen gilt heute schon als gescheitert. Dem stimmt auch der Sachverständige Knaus zu. Die aktuellen Zustände, besonders auf den Ägäischen Inseln, sind unerträglich und unterschreiten massiv europarechtliche Standards. Wenn in diesen Aufnahmeeinrichtungen Asylverfahren stattfinden sollen für die gesamte EU, wird es sicherlich nicht zu solchen rechtsstaatlichen Asylverfahren
in Kürze kommen, die Herr Knaus angesprochen hat, die zum Beispiel nach 2 Monaten in Holland beendet sind. Denn in den Hotspots, das sind meist abgelegene Gegenden, steht keine ausreichende Infrastruktur zur Rechtsberatung und zur Unterstützung Asylsuchender zur Verfügung. Die Verfahren dauern viele Monate, wenn nicht Jahre. Und die Außengrenzstaaten sind heute im heutigen System bereits stark belastet, da sie als Staaten der Ersteinreise nach dem Dublin-System hauptsächlich zuständig für die Asylverfahren sind. Diesen Ländern jetzt zusätzlich im Auftrag aller EU-Länder Vorprüfungen, Asylverfahren, Rechtsmittelverfahren, Rückführungen in sichere Drittstaaten oder in Herkunftsländer aufzubürden, ist kein faires und solidarisches System und unter menschenwürdigen und rechtsstaatlichen Bedingungen schlicht nicht durchführbar. Hotspots sind unserer Ansicht nach nur dann sinnvoll, wenn sie dazu da sind, Asylsuchende zu registrieren, sie zu informieren und zügig in andere Mitgliedstaaten zu transferieren. Asylverfahren müssen EU-weit dezentral durchgeführt werden. Wir kritisieren außerdem den Wegfall jeglicher Fristen, in denen ein Staat zuständig wird, wenn sich ein Asylsuchender dort aufhält. Im Moment ist das so geregelt, dass ein Staat für einen Asylsuchenden zuständig wird, wenn er nicht innerhalb von 3 Monaten nach Asylantragstellung ein Dublin-Verfahren einleitet oder innerhalb von 6 Monaten keine Überstellung in den eigentlich zuständigen Staat erfolgt ist. Diese Fristen sollen nach Willen aller EU-Gesetzgeber, also Rat, Parlament und Kommission, vollständig wegfallen, um den Anreiz für Sekundärmigration zu stoppen. Um eine Zahl zu nennen, im Jahr 2017 wurde Deutschland in 38.000 Fällen durch Fristablauf oder durch Selbsteintritt zuständig, da keine Überstellung erfolgen konnte. Wenn diese Fristenregelung wegfällt, könnten Refugees in Orbit gerade in Deutschland zu einem Massenphänomen werden. Denn Betroffenen würde hier keinen zügigen Zugang zum Asylverfahren gewährleistet. Was geschieht zum Beispiel mit den Asylsuchenden, die von Mitgliedstaaten derzeit nicht zurückgenommen werden, wie es im Moment bei Ungarn und Griechenland der Fall ist? Genau aus diesem Grund sind Fristenregelungen im Dublin-System seinerzeit eingeführt worden, um klare und verlässliche Zuständigkeiten zu erhalten. Weiterhin ist in Kommission, Rat und Koalitionsvertrag vorgesehen, bei Weiterwanderungen in andere EU-Staaten Asylsuchende stark zu sanktionieren. Es sollen nur eingeschränkte medizinische Notfallleistungen und Sozialleistungen ganz entfallen oder nur stark reduziert gewährt werden, um die Menschen zur Ausreise in den für sie zuständigen Staat zu zwingen. Das ist aus unserer Sicht mit dem verfassungsrechtlich garantierten Anspruch auf ein menschenwürdiges Existenzminimum nicht vereinbar. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil von 2012 ausdrücklich festgestellt, dass die Menschenwürde migrationspolitisch nicht zu relativieren ist. Insoweit ist auch der Ausspruch des Vizepräsidenten Ferdinand Kirchhoff in diesem Verfahren bezeichnet. Das Motto, ein bisschen hungern, dann gehen die schon, könne es doch wohl nicht sein. Unsere Erfahrung mit 15 Jahren Dublin-System ist eindeutig. Asylsuchende, und das wurde hier auch schon gesagt, lassen sich mit Sanktionen von der Weiterwanderung nicht abhalten, wenn sie im zuständigen Staat keine Perspektive für sich sehen. Hier müssen andere Lösungsmöglichkeiten gefunden werden, gerade wenn sich derzeit einige Mitgliedstaaten weigern, überhaupt noch Flüchtlinge aufzunehmen. Gerade die Kombination von dem Wegfall der Fristen zum Zuständigkeitsübergang und der Ausschluss von materiellen Leistungen wird zu einer nicht hinnehmbaren Illegalisierung und Prekarisierung von Asylsuchenden führen, die nirgendwo in der EU ankommen. Wir sind in Abweichung von dem Sachverständigen Heilbronner der Überzeugung, dass eine Dublin-Reform nur dann erfolgreich sein kann und eine echte, realistische Steuerungsmöglichkeit entfaltet, wenn sie 2 Akteure in den Blick nimmt, die im bisherigen System benachteiligt und überhaupt nicht beachtet wurden. Einerseits die Staaten an den Außengrenzen. Bitte an die Uhr erinnern. Ja, mache ich gerne. Einerseits die Staaten an den Außengrenzen und andererseits die Asylantragsteller selbst. Der Justiz- und Inneresausschuss des Europaparlaments hat dies in seinem abschließenden Votum zur Dublin-IV-Verordnung von Oktober 2017 völlig richtig erkannt und dazu mit großer Mehrheit übrigens sehr gute und wegweisende Vorschläge unterbreitet. Und das wird sicherlich auch noch Gegenstand der Fragerunde sein. Abschließend möchte ich betonen, dass aus Sicht der Diakonie die derzeitige Diskussion über die Absenkung der seit Jahrzehnten entwickelten hohen Standards im europäischen Flüchtlingsschutz auf das gerade noch völkerrechtlich erlaubte Minimum völlig verfehlt ist.
angesichts der Schutzlosigkeit und der Gefahr, in der sich viele Menschen weltweit befinden. Sie ist auch ein fatales Signal an die Länder, die derzeit den größten Anteil an der Flüchtlingsaufnahme weltweit stemmen müssen und deren Asylrechtssysteme ausgebaut und verbessert werden müssen. Vielen Dank. So, dann darf ich als Abschluss noch Herrn Professor Thüm bitten. Vielen Dank, Frau Lindholz. Meine zentralen Thesen werde ich in drei kurzen Gedanken präsentieren, die jeweils der Frage nachgehen, inwieweit die Reformen die Strukturdefizite beseitigen helfen, die das europäische Asylsystem plagen. Erstens wissen wir alle, dass die Dublin-Regeln in der Praxis nicht funktionieren. Und zwei wichtige Gründe hierfür sind die Sekundärmigration und ein kalter Boykott durch die Länder an der Außengrenze, die überlastet würden, wenn Dublin funktionierte. Daher ist es richtig, dass die Kommission einen quotenbasierten Ausgleichsmechanismus einführen möchte, denn ein solcher fördert die faire Lastenteilung und berücksichtigt damit die Interessen der Grenzstaaten. Darüber hinaus will die Kommission zweite Asylanträge abschaffen, um die Sekundärmigration zu bekämpfen. Wer irregulär nach Deutschland weiterwandert, soll weiterhin nicht an der Grenze abgewiesen werden dürfen, jedoch künftig kein zweites Asylverfahren in Deutschland mehr erhalten. Die Behauptung, dass damit Refugees in Orbit produziert würden, ist falsch, weil die Staaten sich nicht wechselseitig für unzuständig erklären dürfen. Dublin verhindert nicht den Verfahrenszugang, sondern legt fest, wo ein Asylantrag im Einklang mit Artikel 18 Grundrechtecharta zu stellen ist. Flüchtlinge stranden nicht gleichsam in Orbit zwischen den Staaten, denn es wird eine stabile Zuständigkeit positiv begründet, die eine Ausnahme im Übrigen kennt, wenn Menschenrechtsverletzungen drohen. Zweitens wird das Asylverfahren mit dem Sozialrecht verknüpft. Dies ist wichtig und dennoch bleibt das Sozialrecht eine Achillesferse des europäischen Asylsystems, wenn die Aufnahmerichtlinie weiterhin nur sehr vage definiert, welcher Lebensstandard konkret im Asylverfahren zu gewährleisten ist, sodass unterschiedliche nationale Standards wohl fortbestehen werden. Dies gilt unabhängig von der Sekundärmigration, wird bei dieser jedoch besonders relevant. Nicht zuständige Staaten sollen die Sozialleistungen kürzen können, aber dennoch ein sehr vage formuliertes Mindestniveau gewährleisten. Das wird unterschiedlich gehandhabt werden und ich bin gespannt, was der Bundespark bei der Richtlinienumsetzung daraus macht. So könnte man ein abgesenktes Asylbewerberleistungsniveau vorsehen, das schon jetzt gilt, wenn jemand nach einer Umsiedlung irregulär nach Deutschland weiterwandert. Man könnte aber auch weitergehend Hartz-IV-Leistungen generell verweigern, so wie dies seit gut einem Jahr für EU-Bürger gilt, die ohne zu arbeiten nach Deutschland kommen, was nach meiner Überzeugung durchaus auch verfassungskonform sein könnte, wie ich schriftlich näher darlege. Gewiss werden abgesenkte Sozialleistungen allein die Sekundärmigration nicht verhindern und schaffen im Inland neue Probleme, wenn eine prekarisierte Unterschicht zu entstehen droht. Aber ein Steuerungsinstrument sind sie dennoch. Wenn es uns nicht gelingt, die Sekundärmigration halbwegs zu kontrollieren, wird das europäische Asylsystem und der Schengen-Raum mit ihm eine weitere Krise wohl kaum überleben. Drittens wird oft behauptet, dass viele Vorhaben rechtswidrig seien, wobei einige Stellungnahmen wenig überzeugend auf EuGH-Urteile verweisen, die das alte Sekundärrecht auslegten und daher kein Maßstab für dessen Änderungen sind. Eine Gesetzesänderung ist nicht am früheren Recht zu messen, sondern an den Grundrechten und dem Flüchtlingsvölkerrecht. So verweise ich dann in meiner Stellungnahme auf zahlreiche Urteile nationaler Gerichte, des EuGH und auch des EGMR, die allesamt zeigen, dass die EU-Gesetzgebung nicht nur nicht menschenrechtswidrig ist, sondern teilweise über die völker- und menschenrechtlichen Mindeststandards hinausgeht. Das ist prinzipiell auch gut so, denn die Politik soll selbstverständlich über die Menschenrechte hinausgehen können. Allein sie sollte die Folgen bedenken. So sind Vorschläge zum Grenzverfahren und der Inhaftierung großzügiger als die EGMR-Vorgaben, was konkret dazu führte, dass man Transitzentren oder Hotspots an den Außengrenzen schwerer realisieren könnte, wie sie etwa Gerhard Knaus oder Kai Heilbronner vorschlagen. Doch die EU-Organe dürfen nicht nur über die Mindeststandards hinausgehen. Umgekehrt steht es ihnen frei, überobligatorische Bestimmungen abzubauen, so wie es die Staats- und Regierungschefs für sichere Drittstaaten wünschen. Hierzu abschließend einige ganz kurze Thesen, die ich schriftlich näher begründe. Erstens berühren die neuen Drittstaatsklauseln nicht das Herzstück der GfK, das Refoulementverbot, denn dies muss in Drittstaaten in Theorie und Praxis vollumfänglich gewährleistet sein, und zwar in seiner umfassenden Deutung einschließlich des subsidiären Schutzes.
Zweitens steht nicht, dreht sich die Debatte um die sozioökonomischen Lebensbedingungen im Zielstaat, die die Ratspräsidentschaft an den sozialen Menschenrechten und den ersten beiden Stufen des dreistufigen Inklusionssystems der GfK ausrichten will. Wer behauptet, dass nicht nur die Flüchtlingsanerkennung deklaratorisch sei, sondern auch der Zugang zu allen Statusrechten der GfK, führt über die Hintertüre ein Individualrecht auf Asyl ein, das die GfK nicht kennt. Drittens sind die Rechtsmeinungen von UNHCR auch dann zu berücksichtigen, wenn sie nicht rechtsverbindlich sind. Und vor wenigen Tagen veröffentlichte die Zentrale in Genf ein Papier, in dem steht, ich zitiere, das Völkerrecht schreibt nicht zwingend vor, dass eine Verbindung zum Drittstaat bestehen muss, auch wenn eine solche Verbindung aus politischen Gründen sinnvoll sein kann. Das Verbindungsprinzip könnte also abgeschafft werden. Viertens würde selbst eine zwingende Zulässigkeitsprüfung an den Außengrenzen nach dem Kommissionsvorschlag nicht dazu führen, dass jeder Flüchtling zurückgestellt würde, der über einen sicheren Drittstaat einreist. Eine Überstellung ist nur möglich, wenn im konkreten Einzelfall die Anforderungen erfüllt sind und der Drittstaat sich zur Aufnahme bereit erklärt. Letztens senkt das Konzept sicherer Teilgebiete nicht die Standards. Wenn das Refoulementverbot in Teilgebieten nicht gewährleistet oder die Lebensbedingungen unzureichend sind, darf keine Rückführung in sichere Teilgebiete erfolgen. Und die obligatorische Einzelfallprüfung sichert, dass dies auch eingehalten und die Grundrechte damit gewahrt sind. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch noch, Herr Professor Thüm. Wir kommen jetzt zur Fragerunde der Fraktion. Und ich wollte nur noch kurz anmerken, dass wir in der Obleuterunde auch besprochen haben, dass wir uns für die jeweilige Fragerunde des Einzelnen ein maximales 3-Minuten-Fenster gesetzt haben. So, wir kommen dann zunächst zur Fraktion der CDU-CSU. Herr Seif, bitte. Ich habe eine Frage an den Herrn Thüm und eine an den Herrn Rittgen. Das Problem wurde ja von mehreren schon angesprochen. Sekundärmigration findet statt. Auch aufgrund des Leistungsstandards, den wir gerade in Deutschland haben, sehr intensiv nach Deutschland. Wenn jetzt der Vorschlag der Kommission davon spricht, dass die Leistungen gekürzt werden, werden wir in Deutschland immer noch ein Leistungsniveau haben, das das Mehrfache des Einkommens in den schwachen Mitgliedstaaten angeht, in dieser Höhe. Meine Frage jetzt an Sie, warum reden wir nur von Leistungskürzung? Bereits bei den asylrechtlichen Vorschriften sind wir im vorauseilenden Gehorsam davon ausgegangen, dass ein Wegfall der Leistungen nicht in Betracht kommt. Aber gerade bei Personen, die vollziehbar ausreisepflichtig sind und die Maßnahme verhindern, ist nicht einzusehen, warum man nicht sagt, wir verweigern die Leistung. Das gilt umso mehr, als derjenige, der ja hier in den unzuständigen Mitgliedstaat gezogen ist, unproblematisch in den Zuständigen gehen könnte und dort Leistungen erhält. Also meine Frage, gibt es irgendwelche nationalstaatlichen, völkerrechtlichen, primärrechtlichen Gründe, warum wir hier die Leistung nicht auf null reduzieren? Die Frage an Herrn Rittgen bezieht sich auf Ihre Ausführungen in der Stellungnahme. Da haben Sie ja zur Reform der Dublin-Verordnung gesagt, zum Vorschlag des Europäischen Parlaments, dass Sie ablehnen, diesen Familienbegriff zu erweitern und auch eine großzügigere Familienzusammenführung. Ich hätte gern von Ihnen aus Sicht des kommunalen Praktikers gewusst, wie sich denn das auswirken würde, wenn es denn so käme, wie das EP das vorhat. Vielen Dank. Ja, dann würde ich vielleicht auch vorschlagen, zunächst Herr Thüm und dann Herr Rittgen in Folge der Fragen. Nee, vielen Dank, Herr Seif. Die Frage führt letztlich genau in die Mitte eines zentralen Problems des gemeinsamen europäischen Asylsystems. Sekundärmigration hat immer viele Ursachen. Die allgemeine wirtschaftliche Attraktivität für Deutschland, ethnische Netzwerke, familiäre Beziehungen, gesellschaftliches Klima. Aber viele dieser Faktoren kann die Politik nicht beeinflussen. Einer der wenigen Faktoren, die sie beeinflussen kann, ist die Höhe des sozialen Leistungsniveaus. Und deswegen dreht sich die Debatte dann auch um diese eine Stellschraube. Und da will ich eine doppelte Antwort
geben. Zum einen wäre eine Option natürlich auch, dass man auf europäischer Ebene klarer positiv vorschreibt, welche Leistungen überhaupt zu gewähren sind, bei einer Sekundärmigration oder auch ohne Sekundärmigration. Das fällt nur der EU aus strukturellen Gründen sehr, sehr schwierig, gerade weil, wie Sie erwähnt haben, die Leistungsniveaus in den Staaten so unterschiedlich sind. Man kann schwerlich jetzt für Flüchtlinge, Anerkannte oder Nicht-Anerkannte, ein höheres Leistungsniveau vorschreiben, als etwa bulgarische Staatsangehörige und Bulgarien erhalten. Von daher ist da wirklich das gemeinsame europäische Asylsystem hat da, wenn man so will, eine Sollbruchstelle eingebaut. Und die Schwierigkeit, die jetzt konkret in Deutschland noch hinzukommt, ist, dass die Deutschen aus verschiedenen politischen, aber auch rechtlichen Gründen sich sehr schwer damit tun, die Optionen, die dann der europäische Gesetzgeber dennoch bereitstellt, etwa zu kürzen, zu nutzen. Und das gilt für die Sekundärmigration, so es zu einer Dublin-IV-Verordnung in der jetzt diskutierten Form kommt. Ebenso wie für den anderen Fall, den Sie angesprochen haben, nämlich ausreisepflichtige Personen, die abgeschoben werden könnten. Da gibt es keine EU-Harmonisierung. Und dennoch gibt der deutsche Gesetzgeber nahezu umfassend die regulären Sozialleistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz, die nur minimal um 10 Euro, glaube ich, pro Monat gekürzt sind. Zwingend ist das meines Erachtens nicht. Und dann dreht sich die Debatte natürlich um das, was auch angeklungen ist, um das Bundesverfassungsgerichtsurteil oder die Bundesverfassungsgerichtsrechtsprechung zum Asylbewerberleistungsgesetz, wo es in der Tat heißt, dass das Leistungsniveau, dass die Menschenwürde nicht migrationspolitisch zu relativieren sei. Das ist meines Erachtens aber auch gar nicht hier intendiert, sondern es geht ja gerade darum, zu bestimmen, welche Intensität der Bindung an die deutsche Gesellschaft besteht. Und nur wer dazugehört, in einem werthaltigeren Sinne, auch was den Aufenthaltsstandard anbelangt, der hat einen Anspruch auf die vollen Leistungen, sodass ich nicht sagen würde, hier wird migrationspolitisch relativiert, sondern es wird bestimmt, wie eng die Bindung an die deutsche Gesellschaft ist. Und von daher hätte ich relativ wenig Probleme, auch rechtlich damit, unter das reguläre Inländerleistungsniveau herabzugehen, wenn eine geringere Bindung besteht. Und es ist bei einer irregulären Sekundärmigration in der EU genauso der Fall wie bei ausreisepflichtigen Personen, sodass ich hier durchaus Handlungsspielraum sehe, wohl wissend, dass das natürlich auch sozialpolitisch gewisse Folgewirkungen hat, die durchaus diskutabel sind. Ob da, weil Sie auch auf völkerrechtliche Normen verwiesen hatten, was das Völkerrecht dazu sagt, hängt immer ein bisschen davon ab, welchen Blick man auf die EU nimmt. Ob man jetzt die einzelnen Staaten wirklich nur parzelliert betrachtet oder ob man sagt, es ist ein Gesamtsystem und dann kann man eben auf die Zuständigkeit des anderen Staats verweisen. Und mein Petitum, aber es mag auch der Europarechtler in mir sein, wenn wir ein gemeinsames europäisches Asylsystem haben, dann muss dort auch im gewissen Umfang eine Gesamtbetrachtung legitim und sinnvoll sein. Und die Rechtsprechung geht durchaus in die Richtung. Sowohl der Europäische Gerichtshof als auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte haben anerkannt in den letzten Jahren Abstufungen, vor allem bei Unionsbürgern, aber auch bei Asylbewerbern ist die letzte Judikatur durchaus differenzierter. Entgegen der Kritik von Nichtregierungsorganisationen, die im Urteil explizit und ausfassend zitiert wird, hat etwa der EGMR entschieden, dass die Unterbringungsstandards in griechischen Hotspots nicht gegen die EMRK verstoßen. Ja, vielen Dank. Ich habe ja versucht, in meinem Statement klarzumachen, dass die Aufnahme, die Integrationskapazitäten in den Kommunen sich Grenzen nähern und dass wir also dringend darauf achten müssen, dass wir hier nicht an die Überlast geraten. Wenn wir jetzt den Familiennachzug so weit ausdehnen würden, wie das dem Europaparlament vorschwebt, also den Familiennachzug nicht mehr auf die Kernfamilie begrenzen würden, befürchten wir, dass das zu erheblichen Wanderungsbewegungen nach Deutschland führen würde. Wir müssen uns vor Augen führen, Deutschland hat aufgrund der Mängel des Dublin-Systems, die ja schon mehrfach beschrieben worden sind, ohnehin schon die Hauptlast zu tragen der vielen Flüchtlinge, die gekommen sind. Wenn das jetzt noch mal durch einen erweiterten Familiennachzug ausgeweitet würde, führt uns das an Grenzen, die ich vorhin beschrieben habe. Es ist auch nicht so, das Argument wird ja häufig gebracht, dass Familiennachzug oder dass der Nachzug von Familienangehörigen dazu führen würde, dass automatisch die Integration leichter gelingt. Natürlich kann eine solche Familienzusammenführung auch integrationsfördernde Wirkung haben, das will ich gar nicht bestreiten. Man muss aber immer sich auch vor Augen führen, dass das nur dann gelingt, wenn die Integrationsbedingungen insgesamt positiv sind. Wenn, und das Beispiel habe ich ja vorhin auch erwähnt, wenn Sie
als Flüchtling noch in einer Sammelunterkunft wohnen, einfach weil es keinen Wohnraum gibt. Und ich kann Ihnen versichern, das ist kein Beispiel, das wir uns ausgedacht haben, sondern das regelmäßig vorgetragen wird, dann ist es für die Integration nicht förderlich, wenn in diese Sammelunterkünfte nun auch noch Familienangehörige mit aufgenommen werden müssen. Das ist einfach ein Punkt, den man sich klar vor Augen führen muss. Rechtlich ist es so, und das ist, glaube ich, auch weitgehend unbestreitbar, dass es kein verfassungsrechtlich oder flüchtlingsvölkerrechtlich hartes Recht auf Familiennachzug gibt. Da sind die Gestaltungsmöglichkeiten durchaus noch ausgeprägt. Und insbesondere, wenn ich das auch noch sagen darf, bei den Subsidiärschutzberechtigten, bei denen das System ist, dass man davon ausgeht, dass sie nach einem relativ kurzen Aufenthalt in ihren Heimatstaat zurückkehren können, ist Familiennachzug nichts, was man übermäßig ausdehnen sollte. Ja, vielen Dank. Ich komme dann zur SPD. Herr Professor Castellucci, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe eine Frage an Frau Becker und eine Frage an Herrn Knaus. Zunächst mal an Frau Becker. Ich möchte mich zunächst mal ausdrücklich bedanken für Ihren Beitrag. Aber da Sie auch stellvertretend für viele Organisationen, die in den letzten Jahren viel mitgeholfen haben, stehen, auch den Dank aussprechen für die Arbeit, die vor Ort geleistet wird. Ich teile auch Ihre humanitäre Grundhaltung. Ich glaube, dass hier Fragen berührt sind, die in erster Linie von uns erfordern, dass wir die Menschen und ihre Nöte sehen und erst im zweiten Schritt die Frage der Organisation stellen. Aber die müssen wir auch stellen. Und ich habe es für falsch gehalten, zu sagen, wir schaffen das, ohne anschließend zu sagen, wie wir das schaffen sollen und wer denn überhaupt etwas schaffen soll in diesem Land. Und deswegen bin ich wild entschlossen, dass wir uns in dieser zweiten Legislatur den Problemen mit großem Nachdruck stellen. Und einer ist diese schon häufig angesprochene Sekundärmigration. Übrigens erstmal in die EU hinein, wo weitergewandert wird, aber auch direkt, wenn wir eine Landeserstaufnahmestelle vor Ort haben, Menschen erstmal dort ankommen und am nächsten Tag schon wieder Hunderte weg sind, weil sie selbst woanders hingegangen sind. Also bei aller Sichtweise, dass Menschen keine Sachen sind, die man einfach irgendwo hinstellen kann, so können wir es auch nicht lassen. Und deswegen ist meine Frage nach Lösungen. Und ich frage Sie jetzt mal, wenn Sie in Ihrem Gutachten ja auch schreiben, faire Verteilung von Flüchtlingen innerhalb der EU, das ist doch konterkariert. Oder jedenfalls, wie kann das zusammengehen mit der Fragestellung, dass dann jemand sich aber mehr oder weniger aussuchen kann, wo er am Ende bleibt? Können Sie dazu noch mal Stellung nehmen? Und an Herrn Knaus habe ich die Bitte, seinen Lösungsvorschlag noch einmal stärker auszuführen. Sie haben, finde ich, eine prägnante Analyse uns hier geliefert, die auch zeigt, dass es nicht darum geht, ein Rechtssystem zu bauen, das der eigenen Haltung entspricht, sondern eines zu bauen, das realistischer umsetzbar ist. Das ist die Aufgabe, vor der wir stehen. Ich habe jetzt gehört, dass Sie den EU-Türkei Verhandlungsstand kritisch betrachten. Also es war ja gedacht, dass sich Menschen in Sicherheit bringen können sollen aus Syrien. Realität ist aber eine Mauer, die gebaut worden ist. Es ist gesagt worden, da sollen Menschen unterstützt werden in der Türkei. Das findet nach meinem Kenntnisstand statt mit Milliarden Unterstützung von Seiten der Europäischen Union. Aber drittens ist ja festgelegt, dass es Kontingente geben soll, die immer noch nicht eröffnet worden sind. Und auch im Gutachten von Herrn Thüm habe ich gelesen, dass er uns das stark empfiehlt, hier eben legale und sichere Wege zu eröffnen, die uns auch kontrollierte Zugangswege nach Deutschland und nach Europa ermöglichen und uns eine bessere Organisation ermöglichen. Ich möchte Sie jetzt noch mal fragen, die verschiedenen Interessen zu berücksichtigen. Die Interessen der Herkunftsstaaten, die Interessen der Grenzstaaten, auch derjenigen, die eben in Opposition sind zu unserer gemeinsamen europäischen Flüchtlingspolitik. Wie kann es aus Ihrer Sicht gelingen? Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Professor Castellucci. Dann würde ich jetzt zunächst Frau Becker und dann Herrn Knaus bitten. Ja, vielen Dank für die Frage. Wie kann man Sekundärmigration verhindern? Ja, ich glaube, ich habe keine ganz einfache Antwort in drei Sätzen. Ich denke, es sind viele verschiedene Faktoren, die dabei eine Rolle spielen müssen. Zum einen ist es aus unserer Sicht tatsächlich die Angleichung der Standards, der Aufnahmestandards, der Asylverfahrensstandards und auch der Anerkennungsquote. Das ist aus unserer Sicht sehr, sehr relevant für die Frage, ob Personen weiter wandern oder nicht. Und das bedeutet eben auch, dass aus unserer Sicht im Moment eigentlich nicht der Fokus darauf sein sollte, ein komplett neues Rechtssystem wieder
zu erarbeiten für die Europäische Union, sondern an und für sich wäre jetzt der Zeitpunkt gewesen, tatsächlich die Umsetzung der letzten Reform zügig und sinnvoll anzugehen und auch wirklich wirksam die Standards, die das bisherige System vorsieht, auch tatsächlich umzusetzen. Daran fehlt es leider. Das ist das erste Problem. Dann wissen wir natürlich schon aus unserer Beratungspraxis und der Arbeit mit den Menschen vor Ort, dass Verbindungskriterien, und deswegen weisen wir ja auch immer wieder darauf hin, natürlich für die Menschen sehr, sehr wichtig sind. Wenn ich, sei es Kernfamilie oder erweiterte Familie habe in einem anderen Mitgliedstaat oder aber auch in Deutschland, in einem anderen Bundesland, dann hilft das schon bei der Integration in dem Sinne, dass es mir das Ankommen erleichtert, dass dort Personen sind, die zum einen mich natürlich informieren können und mich unterstützen können, sei es bei der Arbeitssuche oder bei der Wohnungssuche, aber natürlich auch ein Stück weit das Gefühl geben, dass ich hier schon etwas Vertrautes habe, was mir hilft, mich zu integrieren. Die Grenzen der Integrationskurse oder auch die fehlende Erfolgsquote der Integrationskurse, was ja auch eben schon angesprochen wurde von Dr. Rittgen, dazu möchte ich nur kurz ausführen. Ja, es gibt sicherlich Probleme, dieses wir schaffen das, da müssen wir noch sehr viel tun, um eben auch wirklich erfolgreich zu schaffen, das, was wir uns vorgenommen haben. Aber aus unserer Sicht ist das durchaus möglich. Wir müssen uns eben nur bemühen. Und gerade bei der Frage Integrationskurse, Integrationsangebote, das können wir sicherlich noch besser. Da ist Luft nach oben, da können wir Verbesserungen anstreben, aber die sieht zum Teil der Koalitionsvertrag sogar schon vor. Ja, vielleicht erstmal so weit dazu. Noch ganz kurz auch auf den Vorschlag nochmal des Europäischen Parlaments eingehen, auch denn der enthält nochmal einen Gedanken, den ich sehr gut finde im Hinblick auf die Frage Weiterwanderung oder nicht. Er schlägt vor einer sogenannten Gruppenrelokation, also eine Gruppenverteilung, sodass bis zu 30 Personen zusammen an einen bestimmten Ort verteilt werden. Und auch das ist etwas, wovon wir wissen, dass es eben den Menschen hilft, tatsächlich sich auch damit abzufinden, an diesem Ort zu kommen, auch wenn es ein etwas abgelegenerer Ort ist oder eben ein Ort, wo bisher nicht viele Flüchtlinge aufgenommen wurden. Ich kenne das Beispiel aus Estland. Da ist, glaube ich, bekannt, dass viele der Flüchtlinge, die im Rahmen des Relocation-Programms nach Estland verteilt wurden, sind weitergewandert, auch nach Deutschland. Das ist aber nicht passiert bei den Familien, die eben zusammen verteilt wurden nach Tallinn und in andere Städte, wo eben tatsächlich auch die Infrastruktur gestimmt hat, ein Integrationsangebot da war, aber eben auch der Zusammenhalt einer bestimmten Gruppe. Soweit für den Moment. Danke. Ja, vielen Dank. Vielleicht ganz konkret zu den möglichen Lösungen, die wir dringend brauchen. Denn ansonsten riskieren wir tatsächlich bis zu den Europaratswahlen 2019 eine weitere Krise, nicht nur in Griechenland, sondern auf dem gesamten Balkan. Wir müssten im Grunde genommen das, was im Koalitionsvertrag steht, nämlich beschleunigte und qualitätsvolle Asylverfahren an den Schengener Außengrenzen mit Rückführungen von dort unter Einhaltung der Menschenrechtsstandards einfach nur umsetzen. In der ersten Hälfte 2017 kamen in 6 Monaten 9.000 Menschen auf die griechischen Inseln in Booten. Das sind im Monat 1.500 Menschen. Es gibt keinen Grund, dass diese Menschen einerseits im Winter in Zelten untergebracht werden müssen, bei hunderten Millionen Euro Hilfe für Griechenland und für Flüchtlinge. Und es gibt zweitens keinen Grund, dass es nicht möglich sein soll, bei 1.500 Menschen im Monat mit europäischer Unterstützung schnelle, qualitätsvolle Verfahren zu haben, um festzustellen, wer nach einer Einzelfallprüfung in die Türkei zurückgeschickt werden könnte und wer nicht. Es geht hier nicht darum, irgendein Menschenrecht auszuhöhlen, es geht darum, etwas umzusetzen. Tatsächlich ist es so, dass im gleichen Jahr die griechischen Asylbehörden 12.000 Mal auf den Inseln Asyl verweigert haben. Entschuldigung, auf dem Festland. Das war allerdings dann ein Jahr später. Und diese Leute sind dann auf dem Festland geblieben oder über die Balkanroute nach Deutschland weitergezogen. Warum schafft es die Europäische Union nicht, und das ist, glaube ich, die große Frage auch für die nächsten Jahre, das zu tun, was sie eigentlich vorgegeben hat 2016 und was zum Glück auch im Koalitionsvertrag steht, nämlich qualitätsvolle Verfahren auf Chios, auf Lesbos in Kombination mit menschenwürdiger Unterbringung sicherzustellen. Es gibt keinen Grund. Die Zahlen machen das möglich. Wenn es uns gelungen wäre, in dieser Zeit in Kombination mit Unterstützung für Griechenland von den 1.500, die im Monat auf den Inseln ankommen,
vielleicht 1000 nach einer Prüfung in die Türkei zurückzuschicken und dann dort wiederum Garantien zu haben, nachprüfbar zu machen, was auch UNHCR mehrmals gesagt hat. Die meisten Syrer in der Türkei sind sicher. Nicht jeder ist es. Dafür brauchen wir die Einzelfallprüfung. Dafür brauchen wir einen Mechanismus, um nachzuprüfen, was mit den Menschen dort passiert. Wenn uns das gelungen wäre und wir im Gegenzug Kontingente, wie versprochen, aus der Türkei, sagen wir, 1000 Leute wären im Monat zurückgeschickt worden, wir hätten im Monat 5000 Leute aus der Türkei aufgenommen in die EU, dann wären das 60.000 Menschen gewesen, es wäre niemand ertrunken, es wäre niemand auf den Inseln festgesetzt unter unmenschlichen Bedingungen, Griechenland wäre entlastet gewesen und am Ende hätten wir mehr Schutz gewährt. So etwas ist menschenwürdig, mehrheitsfähig und umsetzbar. Doch daran arbeitet derzeit die Europäische Kommission nicht ernsthaft. Und das Versagen von EASO in der Beschreibung der konkreten Probleme in der Umsetzung des Abkommens, ebenso wie der Europäischen Kommission, ist ein ernstes Problem und stellt die Frage, warum soll es mit den nächsten Vorschlägen der Reform besser gehen? Also ich glaube, wir müssen es zeigen, dass es in der Ägäis möglich ist, unsere Standards umzusetzen. Das Gleiche gilt für Italien. Es muss möglich sein, schnellere Verfahren zu haben, als sie in den letzten Jahren in Italien möglich waren. Dazu braucht Italien europäische Solidarität. Eine Studie hat gezeigt, dass im letzten Jahr in Italien die durchschnittliche Verfahrensdauer bis zu einer endgültigen Ablehnung 1.813 Tage war. Das sind 5 Jahre. Nach 5 Jahren sind die Leute nicht mehr in Italien. Und wo sie hingehen, das sehen wir täglich an der italienisch-französischen Grenze. Wenn wir hier nichts machen, dann unterminieren wir Schengen, wie das auch Herr Tim gesagt hat. Und das, was die Franzosen derzeit versuchen, eine im Grunde genommen nationalstaatliche Reform, die schnellere Asylverfahren in Frankreich produzieren will, wird das Problem nicht lösen. Die Menschen, die aus Italien nach Frankreich gehen, werden dazu führen, und das sehen wir jetzt bereits, dass an dieser Grenze die Bewegungsfreiheit immer mehr aufgehoben wird, immer mehr Sicherheitskräfte aus Frankreich nach Ventimiglia geschoben werden. Was wir wirklich bräuchten, wäre Abkommen mit Herkunftsländern. Diejenigen, die aus Nigeria, Senegal oder der Elfenbeinküste in Italien ankommen, nach einer schrecklichen Reise durch Libyen, in den Händen von Schleppern, ihr Leben riskieren, die dann wissen, wenn sie Italien erreichen, egal wie ihr Asylstatus ist, und 90% bekommen keinen internationalen Schutz, sie werden bleiben, die werden weiterhin eine Signalwirkung ausüben für andere, die keinen Schutz brauchen, die aber aus ihren Ländern sich auf den Weg machen. Wenn wir es schaffen würden, diejenigen, die keinen Schutz brauchen, innerhalb von Wochen in Absprache mit den Herkunftsländern zurückzuschicken. Und dazu brauchen wir Realismus. Die Herkunftsländer werden nicht die 100.000 nehmen, die in den letzten 5 Jahren gekommen sind. Wir müssten uns auf einen Stichtag einigen. Und die Herkunftsländer, ähnlich wie die Türkei, würden sagen, ab dem Tag nehmen wir jeden zurück, der nach einem schnellen Verfahren nicht mehr keinen Schutz braucht. Dafür wollen wir etwas. Und auch darüber wurde gesprochen bei den Gipfeln mit den afrikanischen Ländern. Bewegung, also freien Zugang für Kontingente, Stipendien, Möglichkeiten für, sagen wir, einige Tausend, wie das die Amerikaner auch mit Kuba gemacht haben, im Jahr Zugang zu Europa zu bekommen. Wie man das organisiert, dafür gibt es viele Modelle. Wenn wir das nicht tun, wenn wir keine konkreten, umsetzbaren Lösungen finden in der Ägäis oder im zentralen Mittelmeer, dann haben wir im Grunde genommen die Wahl zwischen dem Status quo der letzten 4 Jahre, als allein im zentralen Mittelmeer fast 14.000 Menschen ertrunken sind, und einer Radikalisierung der Politik in Griechenland und in Italien, wo immer mehr Menschen Pushbacks machen, Leute auch auf der Landgrenze einfach zurückstoßen oder, wie wir das in Libyen gesehen haben, mit irgendwelchen Kräften in Libyen zusammenarbeiten, nur um Leute daran zu hindern, ans Meer zu kommen. Das ist keine Lösung. Also wir müssen es schaffen, den Magnet Europa für die, die keinen Schutz brauchen, zurückzustellen. Und das gelingt nur in Einigung mit Ländern wie der Türkei oder den afrikanischen Herkunftsländern. Und dazu brauchen wir schnelle, qualitätsvolle Asylverfahren. Die gibt es. Wir haben uns das niederländische System angesehen. Es ist eine Frage von Organisation und Ressourcen. Das sollte ein Vorbild sein, auch weil es etwa Rechtsbeistand bezahlt für jeden Asylantragsteller. Die Schweiz hat das kopiert, führt das gerade ein. Das sollte das Modell sein für das, was wir in Zukunft in Chios, Lesbos oder in Italien mit europäischer Unterstützung aufbauen. So könnten wir Humanität und Kontrolle kombinieren, verbinden und auch erstmals umsetzen.
So, dann kommen wir zur Fragerunde der AfD. Herr Dr. Curio, bitte. Ja, ich möchte eine Frage je an Professor Thüm in dieser Runde und an Professor Heilbronner richten. Zunächst Professor Thüm, da geht es um die Interpretation der Genfer Flüchtlingskonvention, wie weit die zu fassen ist. Sie haben ja dieses Stichwort benutzt, es ist nicht so, dass Migranten zunächst in einem Orbit sind und das dann also verwirklichen, eine Wahl eines Landes durch Sekundärmigration. Wir haben andererseits die entgegenstehende Auffassung gehört, dass man mit dem Zuordnungsinteresse der Betroffenen arbeiten soll. Also wenn ich mir das als Prinzip vorstelle, ja, wir haben einen gefassten Bankräuber und der hat also ein Zuordnungsinteresse an dem Geld aus der Bank. Jetzt können wir also uns fragen, wollen wir mit dem Zuordnungsinteresse arbeiten oder nach Recht und Gesetz? Das führt mich zu der Frage. Sind Sie auch der Meinung, dass die Genfer Flüchtlingskonvention nicht hergibt per Auslegung, dass Fürsorgeleistungen und Arbeitsmarktzugang zusätzlich zu fordern sind auf Inländerstandard und dass keineswegs dort die Rede ist von einem Prinzip gleichgeordneter Verantwortlichkeit, de facto also einer freien Wahl des Ziellandes einer Migration, die vielleicht als Flucht begann, insbesondere vor dem Hintergrund, dass es in § 31 dort heißt, dass die unrechtmäßige Einreise oder Aufenthalt keine Strafe gegen Flüchtlinge nach sich zieht, die unmittelbar aus einem Gebiet kommen, in dem ihr Leben und ihre Freiheit bedroht waren. Und in 33, dass ein Flüchtling nicht über die Grenzen von Gebieten zurückgewiesen wird, in denen sein Leben oder seine Freiheit bedroht sind. Beides also ist nicht der Fall, wenn jemand im Wege der Sekundärmigration durch 7 bereits gesicherte Staaten weiter migriert. Das heißt, würde es sich bei solchen Interpretationen mitnichten etwa um die Erfüllung eines internationalen Standards handeln, sondern um eine überobligatorische Ausweitung, mit anderen Worten nicht um eine Auslegung, sondern eine freie Erfindung. Zweite Frage an Herrn Heilbronner, der in seiner Einlassung Obergrenzen einmal anders von 2016 bemerkt, dass es durchaus umstritten sei, falls wieder eine neue Migrantenwelle irregulärer Migration an unsere Binnengrenzen käme, ob wir nicht sogar im Hinblick auf ein verfassungsrechtliches Gebot der Grenzsicherung einen Grenzübertritt verhindern müssten. Und er sagt dort mit Bezug dem Selbsteintrittsrecht, dass dieses unbegrenzt für Einzelfälle konzipierte Instrument keineswegs anzuwenden sei, insbesondere vor dem Hintergrund des ebenfalls unionsrechtlich verankerten Ausschlusses eines Rechts auf freie Wahl des Ausnahmestandes. Frage an Sie, Professor Heilbronner, würden Sie sagen, dass also dieses für Einzelfälle konzipierte Instrument, das reden wir mal aufs Jahr bezogen, 50, 100, 500, das wären also 1, 2, 3 einstellige Anzahl pro Tag, das wären vielleicht als Einzelfälle zu bezeichnen. Was wäre nicht als Einzelfall zu bezeichnen pro Jahr oder eine Gruppe von Einzelfällen? Nehmen wir irgendeine Zahl, sagen wir doch 890.000. Würden Sie zustimmen, dass dieses dann nicht mehr so zu bezeichnen wäre? Herzlichen Dank. So, ich darf dann auch hier zunächst Herrn Professor Thüm und dann Herrn Professor Heilbronner bitten. Danke, Frau Lindholz. Das war eine vielschichtige Frage, Herr Curio. Ich werde versuchen, den Aspekten gerecht zu werden. Vielleicht vorweg zur Semantik. Also ich persönlich würde Flüchtlinge nicht mit Bankräubern vergleichen. Das war sozusagen Ihr Vergleich. Okay, gut, dann haben wir die Semantik vorab. Zum Orbit-Phänomen. Meine Orbit-Aussage bezog sich konkret auf das Dublin-System. Ein Refugee in Orbit, so wie man es traditionell versteht, ist eine Situation, wo Staaten sich wechselseitig für unzuständig erklären, weil sie sagen, der andere Staat ist zuständig und der andere Staat sagt dann auch, dass wieder ein anderer Staat zuständig ist, der sich ebenfalls für unzuständig erklärt. Und solch eine Situation droht im Dublin-System mit der vorgeschlagenen Reform nicht, weil es ja einen Staat gäbe, der eine stabile Zuständigkeit hätte, wo ein Asylzugang gewährleistet ist. Die Aussage bezog sich primär erstmal nur auf Dublin. Das heißt, wenn wir jetzt über Kooperation mit Drittstaaten sprachen und darüber reden, welche Anforderungen dort gestellt sein müssen, da muss man umgekehrt natürlich auch sicherstellen, dass in einem entsprechenden Drittstaat gewisse Mindestanforderungen erfüllt sind. Man kann Flüchtlinge, es gibt keine freie Wahl des Ziellandes, aber es gibt
zurückgekehrt, auch nicht das Recht der Staaten, die Flüchtlinge in irgendein Land zurückzuschicken, sondern da müssen Standards erfüllt sein. Und da sprechen Sie in der Tat einen relevanten Punkt an. Es wird häufig gesagt, GfK, ohne dass man dann reinschaut. Und da sind in der Tat unterschiedliche Komponenten drin. Das eine ist das Refoulementverbot. Das ist absolut zwingend, obligatorisches, zwingendes Völkerrecht. Das ist zu beachten, ohne Wenn und Aber. Und daneben gibt es die sozioökonomischen Lebensstandards, die Statusrechte, wo in der Tat die GfK ein mehrstufiges System hat. Und man kann mit guten Gründen argumentieren, auch wenn das nicht unbestritten ist, dass die Rechte der letzten Stufe, da geht es speziell um Arbeitsmarkt, aber auch sozialrechtliche Gleichstellung, nicht obligatorisch sind, sodass man konkret bei sicheren Drittstaaten darauf verzichten kann. Allerdings muss in dem sicheren Drittstaat gleichwohl eine gewisse Statusdetermination gesichert sein. Und nach diesen Konditionen kann man dann einen Flüchtling auch auf einen sicheren Drittstaat verweisen. Das geht aber sozusagen als Gegenstück der fehlenden freien Wahl des Flüchtlings, auch nicht als freie Wahl der Staaten, sondern das muss eingebettet sein in Formen der internationalen Kooperation, allein um sicherzustellen, dass der andere Staat bereit ist, jemanden aufzunehmen, um sicherzustellen, dass der andere Staat nicht seinerseits zurückschiebt. Das wäre ja ein Kettenrefoulement, um sicherzustellen, dass im anderen Staat auch die Mindeststandards eingehalten werden. Deswegen keine freie Wahl, da haben Sie vollkommen recht. Aber umgekehrt, wenn man die Mindeststandards einhalten will, geht es nicht ohne eine Form der Einbettung in internationale Kooperation, die man auch braucht. Danke. Herr Professor Heilbronner. Zur ersten Frage kann ich mich weitgehend an das anschließen, was Herr Thüm schon gesagt hat. Vielleicht nur eine kurze zusätzliche Bemerkung. Es scheint mir ganz eindeutig zu sein, dass aus der Genfer Konvention kein Anspruch abgeleitet werden kann auf Gleichbehandlung bei Sozialleistungen für Asylbewerber. Es wäre meines Erachtens auch ein logischer Widerspruch im Hinblick darauf, dass die Genfer Konvention unzweifelhaft, und das sagt auch UNHCR, kein individuelles Recht auf Asyl gibt. Es macht doch gar keinen Sinn, sozusagen als Primärrecht ein individuelles Recht auf Asyl abzulehnen und dann gleichzeitig also das Refoulementverbot dann über das Recht auf Asyl hinaus zu interpretieren. Es ist vielmehr so, dass eben die Genfer Konvention in der Tat, das hat Herr Thüm ja ausgeführt, dann ein abgestuftes System, wenn jemand anerkannt ist, lawfully im Land ist, dann hat er gewisse Ansprüche. Aber daraus kann man keinen Anspruch ableiten. Man kann auch für Dublin, will ich ganz offen sagen, ich will es auch so hart sagen, wie ich es jetzt meine, meines Erachtens aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 2012 nicht folgern, dass eine Zuweisung an einen Asylsuchenden, an einen zuständigen Staat, ohne jede Sozialleistung, natürlich muss man Krankheit und wenn jemand, ich meine, darüber reden wir jetzt nicht, aber ohne Anspruch auf Sozialleistung, sondern Gewährleistung eines Anspruchs darauf, dass man sicher den zuständigen Staat erreicht, was nicht identisch damit ist, würde meines Erachtens in Übereinstimmung stehen, sowohl mit den völkerrechtlichen Standards als auch mit den allgemeinen Prinzipien des Refoulementverbots. Da sehe ich also keine Notwendigkeit, auch irgendwie mit abgesenkten Sozialstandards zu arbeiten. Es ist natürlich eine andere Frage, wenn Personen sich länger aufhalten. Auch das Bundesverfassungsgericht hat ja eine differenzierte Konzeption sozusagen entwickelt, die ich auch nicht teile, aber jedenfalls über die Situation hat das Bundesverfassungsgericht nicht gesprochen in der Entscheidung von 2012. Zu den Obergrenzen, Corinne. Also das No-Refoulement-Verbot ist zum Ersten nicht grenzenlos. Es ist grenzenlos im Hinblick auf Artikel 3, was die unmenschliche Behandlung und was Folter betrifft. Es ist mit Grenzen behaftet, bereits nach der Genfer Konvention. Artikel 33.2 hat bekanntlich eine Einschränkung bei Gefährdung der öffentlichen Sicherheit
und bei schweren Straftaten, also Gefährdung der Bevölkerung durch schwere Straftaten. Es steht nichts drin über sonstige Grenzen, aber wenn man die Entstehungsgeschichte der Genfer Konvention sich anschaut, die Frage, inwieweit was eigentlich passiert in einer Massenzuwanderung, die sozusagen die Grenzen des Staates zum Umgang mit Flüchtlingen, was eine theoretische Situation ist. Ich will die Frage jetzt nicht aufwerfen, ob wir die hätten, aber ist nie diskutiert worden. Es gibt immerhin, ich habe das auch, glaube ich, mal irgendwo mal in so einer Stellungnahme da in der Zeitung gesagt, es gibt immerhin eine UNO-Deklaration von 1967, die ausdrücklich sagt, mit Mehrheit verabschiedet, dass in Situationen von Massenfluchtbewegungen, die also die Staaten vor nicht mehr bewältigende Aufnahmevoraussetzungen stellen, dass das Refoulementverbot eingeschränkt ist und die Aufnahmepflicht, die Verpflichtung nicht abzuweisen an der Grenze eingeschränkt sein kann. Ich glaube allerdings, dass es eine eher theoretische Diskussion ist. Wir brauchen darüber nicht zu reden. Warum braucht man nicht zu reden? Weil das Bundesverfassungsgericht, nicht das Bundesverfassungsgericht, sondern unser Grundgesetz, Artikel 16a Absatz 2 bereits sagt, einen Anspruch auf Asyl hat nicht, wer aus einem sicheren Drittstaat kommt. Das vergisst man ganz gerne in der politischen Diskussion. Aber das ist auch trotz Dublin immerhin eine verfassungsrechtliche Festlegung, die wir damals gemacht haben. Und zu uns kommen im Wesentlichen Personen, die aus sicheren Drittstaaten kommen. Ganz, ganz wesentlich. Sodass ich meine, dass sich die Frage aktuell nicht stellt, sondern allenfalls die Frage stellt, inwieweit ist das mit der Wiedereinführung von Grenzkontrollen im Hinblick auf Dublin, was eine sekundärrechtliche Frage ist und eine Frage im Hinblick auf Schengen ist. Vielen Dank. Wir kommen jetzt zur FDP. Frau Teuteberg. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe eine Frage an Herrn Professor Kau und eine an Herrn Knaus. Herr Professor Kau, sehen Sie in den vorliegenden Vorschlägen irgendeinen Beitrag dazu, die Überstellung von Flüchtlingen aus Deutschland in andere Mitgliedstaaten zu erleichtern, die ja gegenwärtig aus verschiedenen Gründen und in vielen Fällen nicht stattfindet, nur eingeschränkt möglich ist? Und an Herrn Knaus, Sie hatten ja schon vorhin sehr eindrucksvoll beschrieben, diese Trias human, mehrheitsfähig, effizient und beschrieben, was dort an den Grenzen und für faire und qualitätsvolle Verfahren notwendig ist. Worin sehen Sie die Ursachen, dass wir im Moment nicht dazu kommen? Und wo sehen Sie möglicherweise Kompromisslinien, mehrheitsfähige Lösungen unter den Mitgliedstaaten, auch was Standards angeht? Also was die Verteilung innerhalb Europas derer, die eingereist sind, angeht. Wir werden ja nicht unseren mit anderen europäischen Nachbarn unsere Standards, zum Beispiel bei Sozialleistungen, aufzwingen können, sondern wir müssen dann ja gemeinsame Standards finden. Sehen Sie da Kompromisslinien? Ja, genau. Wir fangen mit Herrn Kau an und geben dann ab zu Herrn Knaus. Gut. Vielen Dank für die Frage. Ich denke, die Maßnahmen, die jetzt vorgestellt worden sind, die eine Novellierung der bestehenden Regeln enthält, ist in erster Linie eine Überarbeitung in der Form und in der Verbindlichkeit. Der Versuch vielleicht auch, die Rechtsgeltung europäischer Vorschriften in allen Mitgliedstaaten entsprechend durchzusetzen. Das kam eben auch in verschiedenen Stellungnahmen zur Aussage. In Deutschland haben wir im Grunde genommen zwischen der Frage, was ist die Rechtslage, und wie ist die Rechtspraxis? Die Frage stellt sich bei uns im Grunde genommen beim Vollzug nicht, weil über die Gesetzesbindung der Verwaltung über 20.3 ist es natürlich völlig selbstverständlich, dass die Verwaltung sich an die geltenden Gesetze hält. Das ist aber, wie wir auch aus Entscheidungen des EuGH und wie wir aus Entscheidungen des EGMR wissen, längst nicht in jedem Mitgliedstaat der Fall. Und es wurde ja eben auch davon gesprochen, dass es zum Teil aus tatsächlichen, teilweise aber auch aus politischen Gründen dort eine gewisse Vereitelung gibt. Deswegen denke ich, dass die Maßnahmen in erster Linie dazu dienen, die Kontrolle über das europäische Asyl- und Aufenthaltsrecht in die Hände der EU zu bekommen. Die Vorkehrungen, das ist im Grunde genommen im Hinblick auf die Anfragen und die Anträge, die gestellt worden sind,
die diese Sachverständigenanhörung ausgelöst haben, eine gewisse Ironie. Es ist keine gravierende Vereinfachung, also auch keine gravierende Asylvereinfachung damit verbunden. Es gibt nach wie vor massive Bezugnahmen auf die Genfer Flüchtlingskonvention im Einklang mit geltendem Recht. Also ich kritisiere das überhaupt nicht. Ich sage nur, das, was als Abschmelzen der bestehenden Schutzrechte zum Teil angedeutet worden ist in den Stellungnahmen, kann ich nicht erkennen. Es ist weiter eine Bezugnahme auf die Europäische Menschenrechtskonvention, Artikel 3, damit an die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Ich kritisiere auch das nicht. Also wir haben eher in der Form eine Veränderung. Es ist in der ganzen Debatte eine gewisse Paradoxie, die wahrscheinlich nicht nur mir aufgefallen ist. Einerseits versucht man den Gesetzgeber an bestimmte Dinge zu binden, verfahrensrechtlich. Andererseits wundert man sich, dass das Verfahren nicht so wahnsinnig gut klappt, weil man ihm halt ganz viele Fesseln auferlegt. Es sind allein hier in dem Entwurf für die Asylverfahrensverordnung, der Entwurf umfasst 62 Vorschriften mit Unterabsätzen und Unterunterabsätzen. Sagen wir mal, ein funktionierendes Verfahrensrecht würde wahrscheinlich mit 15 bis 20 Vorschriften auskommen. Es ist im Verfahrensrecht, wie Sie sicher auch wissen, mehr nicht wirklich mehr, sondern weniger wäre hier mehr. Deswegen sehe ich also nicht, dass die Überstellung dadurch erleichtert wird. Letzter Punkt, im Blick auf die Asylharmonisierung, also die Europäisierung, die damit ja ganz offensichtlich angestrebt wird, denke ich, dass die nächsten Schritte, wenn die EU die Kontrolle über diesen Bereich übernommen hat, auch darin liegen werden. Und die Frage wird sich dann stellen, die jetzigen Regelungen zu konsolidieren, zu verfestigen, die Rechte der Schutzsuchenden klarer herauszuformulieren. Aber das Überstellungsverfahren, auch im Bereich des Dublin-Systems, das wird ja nicht gemacht, weil die Staaten das nicht wollen oder weil sie sich dem aus bösem Willen widersetzen, sondern der einzelne Sachbearbeiter steht ja schon vor der Frage, ob sich das überhaupt lohnt. Ob das die eigene Entscheidung nicht fast einfacher ist, als eine Überstellung damit zu verursachen. Also insofern verfahrensrechtlich, damit das funktioniert, muss das noch deutlich erleichtert werden. Vielen Dank. Also wenn man es zugespitzt formulieren will, dann ist der derzeitige Vorschlag der Kommission eine Kombination aus zwei Systemen, die beide nicht funktioniert haben. Man nimmt Dublin, das in den letzten 20 Jahren nicht funktioniert hat. Man nimmt die Umverteilung, die in den letzten 2 Jahren eigentlich nicht funktioniert hat, und man kombiniert sie. Dann hofft man, dass mit der richtigen Rhetorik und einigen Veränderungen in den Gesetzen, mit der Verwandlung von Richtlinien in Verordnungen, auf einmal das passieren wird, dass alle Staaten sich an das halten werden, was sie in den letzten Jahren aus verschiedenen nachvollziehbaren Interessen und Gründen nicht getan haben. Das ist fast ein magisches Denken. Und das Problem ist, dass für alle die, denen es darum geht, eine wirklich europäische, solidarische, effiziente und auch menschenrechtsfreundliche Lösung zu finden, zu einem weiteren Zeitverlust führt in einer Welt, in der diejenigen, die die Grundrechte und das Recht auf Asyl ganz grundsätzlich in Frage stellen, immer stärker werden. Und die Tatsache, dass ich in den letzten Tagen in Ungarn war, aber natürlich auch, wir alle blicken in die USA, dass wir vor einem Kontext sind, in dem die Zahl der reichen Länder, die das Recht auf Asyl noch ernst nehmen, dramatisch zurückgeht und dass im letzten Jahr weniger Flüchtlinge über UNHCR umgesiedelt wurden als in den letzten Jahrzehnten, weil sich die USA davon abwenden. Dieser Kontext, der gilt natürlich zunehmend auch in Europa. Wir brauchen also Lösungen, die es ermöglichen, zumindest diejenigen, die keinen Schutz in Europa brauchen, auf eine menschliche und effiziente Weise davon abzuhalten, sich auf diese gefährliche Reise überhaupt erst zu begeben. Und hier haben wir das Problem in dieser Debatte, die sehr oft unglaublich ideologisch geführt wird. Nehmen wir den Fall von jemandem aus Pakistan, der aus der Türkei nach Griechenland kommt, oder den Fall von jemandem aus Senegal, der Italien erreicht. In beiden Fällen rede ich jetzt nicht von einem Schnellverfahren, nicht von einer sicheren Drittstaatregelung, von einem normalen Asylverfahren, das feststellt,
nehmen wir an, wir hätten ein niederländisches Verfahren in beiden Ländern, das innerhalb von einigen Wochen klar wäre, diese Person braucht keinen Schutz in der EU. Derzeit wäre Griechenland kaum in der Lage und Italien ohnehin nicht, diese Leute zurückzuschicken. Niemand verteidigt das grundsätzlich. Also das geht, glaube ich, quer durch alle Parteien. Aber wir wissen nicht, wie es funktionieren soll. Weil der grundsätzliche Realismus, dass das Verschieben von Menschen, das Zurückschieben, schwierig ist, nicht nur für die Betroffenen. Und da wird es immer schwieriger, je länger es dauert. Das Schlimmste sind dann Kinder, die vor 8 Jahren nach Norwegen kommen, die heute nach Afghanistan zurückgeschoben werden sollen. Das ist menschlich nachvollziehbar für jeden. Eine besondere Katastrophe und eigentlich nicht nachvollziehbar. Wenn es schnell ginge, wenn wir Abkommen hätten mit den Staaten, wenn wir realistisch verhandeln und wenn wir auch anerkennen, dass wir eben eine Stichtaglösung brauchen. Nur meine Frage jetzt, und Sie haben die Frage gestellt, warum das eigentlich nicht passiert. Es ist auch ein Problem der Strukturen. In Europa derzeit, wir haben einerseits eine abstrakte, allgemeine europäische Debatte, wo viele europäische Länder von der Frage gar nicht betroffen sind. Dieses Problem betrifft derzeit Griechenland, Italien, Deutschland, Frankreich, einige der anderen Zielländer für Flüchtlinge. Die anderen betrachten das wie die alten Herren in der Muppet-Show vom Balkon und spielen sich da populistisch noch auf als Verteidiger gegen Flüchtlingsscharen, obwohl da ohne niemand in ihr Land kommt. Wir brauchen einen Verbund von den Ländern, die am meisten betroffen sind. Und wir brauchen dann eine realistische Debatte unter diesen Ländern, was zu tun ist. Dass wir derzeit in den letzten Jahren mit afrikanischen Herkunftsländern keinen ehrlichen Dialog führen. Die sagen, wir wollen Mobilität. Wir sagen, wir wollen, dass ihr Leute zurücknimmt. Keiner ist wirklich ehrlich. Alle gehen nach jedem dieser großen Gipfel vom Tisch. Und keiner hat vor, irgendetwas zu ändern. Wir bieten nichts an. Italien beispielsweise bietet überhaupt keine Mobilität. Und andere europäischen Länder auch, für Westafrikaner. Nicht im geringsten Ausmaß. Und diese Länder nehmen niemand zurück. Ja, und das Ergebnis ist, dass weiterhin Menschen aus diesen Ländern sich auf den Weg machen und in der Sahara verdursten, in Libyen misshandelt werden, auf dem Meer ertrinken und wenn sie Italien erreichen und kein Asyl bekommen, trotzdem bei uns bleiben. Das ist ein absurdes System. Und es wäre wichtig, dass Länder wie Deutschland quer über die Parteien, alle die, denen es um ein humanes, effizientes System ging, hier zusammentun mit Frankreich, mit Italien, mit Griechenland, mit den Niederlanden, mit Schweden und sagen, schaffen wir etwas, was auch funktionieren kann. Das, was wir jetzt haben, ist kein System, das funktionieren wird. Und am Ende kommen die großen Vereinfacher, die sagen, weg mit diesem ganzen Versprechen. Dass das mehrheitsfähig ist, haben wir in einigen Demokratien in den letzten Jahren auch gesehen. So, wir kommen dann zur Fragerunde der Linken. Ich nehme an, Frau Jelpke. Ja, danke. Meine beiden Fragen richten sich an Frau Stamm. Und zwar hätte ich gerne, dass Sie noch mal zur Drittstaatenregelung Stellung nehmen, also es vertiefen. Die Sachverständige Lübbe hat ja zum Beispiel die Kommissionsvorschläge als geradezu absurd bezeichnet, nur den bloßen Transit als Anknüpfungspunkt für einen sicheren Drittstaat zu nehmen. Und ich würde ganz gerne haben, dass Sie das noch mal vertiefen, was es eigentlich für die Genfer Flüchtlingskonvention, es stört übrigens, macht bei euch auch nicht, die Genfer Flüchtlingskonvention und die Europäische Menschenrechtskonvention, was das eigentlich bedeutet, rechtlich auch. Also die Frage, muss das also neu ratifiziert werden? Sicherheit in Teilgebieten und persönliche Bindung, vielleicht das zu diesem ersten Komplex. Zweiter Punkt, ich habe schon gesehen, wie Sie Ihr Gesicht verzogen haben bei den Thesen zur, also wir haben ja hier viele Fragen, was Verfassungsrecht, was Verfassungsgerichte, Bundesverfassungsgericht geurteilt hat. Insbesondere auch hier Dritt- und Herkunftsstaaten, aber auch das Thema, was wir eben schon hatten, Grundrecht auf menschenwürdiges Existenzminimum. Da haben Sie ja am Anfang auch schon mal zitiert, welches das Verfassungsgericht dazu geurteilt hat, was migrationspolitische Erwägungen angeht. Aber vielleicht können Sie hier auch noch mal die Argumentation, die Herr Thüm hier vorgelegt hat, ja, dass man im Grunde genommen ganz auf Unterstützung verzichten könne. So habe ich ihn jedenfalls verstanden.
das vielleicht auch noch mal beantworten mit einer Sachverständigenfrage. Mhm. Ja, herzlichen Dank für die Fragen. Zur ersten Frage, Drittstaatenregelungen. Da habe ich mich auch in meiner Stellungnahme ziemlich klar dazu geäußert, dass es einerseits sich um eine Regelausnahme, ein Regelausnahmeverhältnis handelt. Die Drittstaatsregelung, wenn sie überhaupt angewendet werden soll, dann ist es nur dann, um wirklich unfaire Verteilung von Flüchtlingen auszugleichen. Der Grundfall ist, dass derjenige Staat zuständig ist innerhalb eines Verantwortungszusammenhangs der Genfer Konventionsstaaten, dass dieser Staat nur dann zuständig ist, erstmal grundsätzlich zuständig ist für das Asylverfahren, in dem sich auch der Asylantragsteller befindet. Und nur in ganz wenigen Ausnahmefällen ein Drittstaatsverweis zulässig ist. Ganz klar ist für uns die Rechtsprechung Bundesverfassungsgericht, die auch heute noch Gültigkeit hat, eine Ratifizierung der Genfer Flüchtlingskonvention samt Zusatzprotokoll von 1967 ist konstitutiv für die aus unserer Sicht für die Bestimmung eines sicheren Drittstaates. Damals war das in dem 96er-Urteil auch gerade das Prinzip der normativen Vergewisserung. Wenn wir sagen, innerhalb von Dublin können wir zurückschicken in solche sogenannte Drittstaaten, nur weil wir den Acquis communautaire, also das, was das europäische Asylrecht ausmacht, gemeinsam ratifiziert haben, dann müssen wir erst recht sagen, wir verweisen Flüchtlinge außerhalb der Europäischen Union in sichere Drittstaaten, dann müssen die erst recht zumindest die Genfer Flüchtlingsschutzkonvention samt Zusatzprotokoll, also mit der umfassenden Geltung, ratifiziert haben. Ein zweites ist es dann, dass dieser Schutz auch effektiv ausgeübt werden muss. Das ist eben genauso wichtig und das ist oft schwierig, selbst in der Türkei wirklich festzustellen. Flüchtlingseigenschaft ist deklaratorisch, das ist richtig, aber solange dieser Flüchtling im sicheren Drittstaat noch keine Flüchtlingsstatusverfahren durchlaufen hat, ist er immer noch als Flüchtling anzusehen. Und der in den Drittstaat zurückverweisende Staat hat auch eine Verantwortung für diesen Flüchtling, dass er seinen Schutz bekommt. Und insofern ist es eminent wichtig, dass auch im Einzelfall geschaut wird, ob dieser Schutz tatsächlich gewährt wird. Sicherheit in Teilgebieten. Das ist hochproblematisch, was jetzt hier die Kommission und der Rat vorschlagen, dass sozusagen nicht nur geprüft wird bei einem sicheren Herkunftsland, besteht eine interne Fluchtalternative, sondern besteht eine Sicherheit im Teilgebiet. Das heißt, kann ich den Flüchtling in ein Teilgebiet oder einen sicheren Ort zurückweisen, wo dann möglicherweise Schutz gewährt werden kann. Das muss dem Asylverfahren selbst vorbehalten werden. Das kann nicht in einem Grenzverfahren, in einem Hotspot, in einer Vorprüfung geprüft werden. Das sind komplizierte rechtliche Fragen und tatsächliche Fragen, die da zu klären sind. Das ist unbestritten. Das muss wirklich innerhalb einer Zulässigkeits- und Begründigkeitsprüfung geprüft werden. Persönliche Verbindung zu einem Drittstaat muss erforderlich sein und muss auch über den Transit hinausgehen. Auch hier wieder, das Verbindungselement ist extrem wichtig dafür, dass ein wirklicher Ausgleich stattfindet. Die persönliche Verbindung heißt unter anderem, dass eine längere Aufenthaltsdauer ist, dass da schon Familienmitglieder bestehen. Das ist auch zum Beispiel in der schwedischen, niederländischen Rechtsprechung so, dass eine ausreichende Verbindung geprüft werden muss und das ist sozusagen auch Staatenpraxis in vielen EU-Staaten, dass diese persönliche Verbindung gefordert wird und diesen Standard sollte die EU auf keinen Fall abschwächen, indem sie sagt, das ist völkerrechtlich nicht geboten. Ja, ich komme dann zur nächsten Frage. Ich gehe jetzt auf das
soziokulturelle Existenzminimum. Hier war die Frage nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus 2012. Wir haben es ja hier mit Menschen zu tun, die in einem Dublin-Verfahren sind und die durchaus Rechtsmittel einlegen können. Das sieht sogar der derzeitige Kommissionsvorschlag vor, dass Artikel 3-Verletzungen zum Beispiel geprüft werden können. Was passiert mit diesen Menschen im Rechtsmittelverfahren? Die sind als Asylsuchende zu behandeln. Sie müssen den Aufnahmestandards entsprechend behandelt werden. Was passiert mit den Leuten, die unverschuldet gar nicht in das zuständige Land zurücküberstellt werden können? Ich sprach von Ungarn, ich sprach von Griechenland. Derzeit finden keine Überstellungen in diese Länder statt. Diesen muss auf jeden Fall das menschenwürdige Existenzminimum gewährt werden. Es geht übrigens nicht nur um die 10-prozentige Kürzung, sondern diesen Menschen wird tatsächlich der Barbetrag gekürzt. Das heißt, das komplette soziokulturelle Existenzminimum wird nicht mehr gewährt. Die Menschen können sich weder im ÖPNV fortbewegen, noch können sie irgendwie an dem kulturellen Leben teilhaben können. Das wird gerade in den geplanten Ankerzentren zu erheblichen Spannungen führen. Ich habe die Zahl von 38.000 Menschen genannt. Wenn diese und zum Teil ist es dann eben auch unterschiedlich zu beurteilen. Menschen, die wirklich überstellt werden könnten oder in andere Länder gehen könnten und welche, die auch das nicht könnten. Also es ist von Anfang an aus unserer Sicht, es handelt sich nach wie vor um Flüchtlinge und Asylsuchende. Deswegen ist von Anfang an das soziokulturelle Existenzminimum zu gewähren. Denn der Bedarf muss zu jeder Zeit sichergestellt werden. Genau. Das, denke ich, ist sehr wichtig und genau. Ja, dann, danke schön. Dann kommen wir jetzt zur letzten Dame in der Runde, Frau Amtsberg, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielleicht, mir ist das jetzt sozusagen im Verlauf der Anhörung auch nochmal deutlich geworden, deshalb eine ganz kurze Vorbemerkung. Ich finde es sehr, sehr richtig, dass die Kommunen hier zu Wort kommen und auch Stellung nehmen und dass alles, was wir sozusagen im politischen Rahmen hier beschließen, auch eine sehr, sehr starke Auswirkung, Herr Rittgen, Sie haben es ja auch beschrieben, auf die Kommunen hat. Das leuchtet mir ein und deshalb sehr gut und wichtig, dass Sie auch hier sind. Wir hätten in diesem Zusammenhang aber auch den UNHCR einladen müssen. Das geht jetzt eigentlich sozusagen an die Vorsitzende. Der ja nun sozusagen als Vertretung und Garant für sozusagen Rechtsschutz und die Gruppe der Geflüchteten selbst da ist und den viele Dinge, die wir hier besprechen, ja auch direkt berühren in seiner Arbeit. Den hätten wir ebenfalls vor die Klammer als Anzuhörenden ziehen müssen. Ich finde das bedauerlich, dass das nicht geschehen ist. Insofern Anregung fürs nächste Mal, wenn da so eine enge Verbindung besteht, auch den UNHCR als internationale und übergeordnete Organisation hier auch vor der Klammer anzuhören. Wir haben Frau Professor Dr. Lübbe gebeten, sozusagen Stellung zu nehmen als unsere Sachverständige. Und deshalb richten sich meine Fragen auch an Sie, Frau Dr. Professor Dr. Lübbe, Entschuldigung. Und zwar auf zwei Themenkomplexen. Also das eine ist ja, was wir jetzt wirklich von allen Sachverständigen hier gehört haben, die Erkenntnis, dass das jetzige Dublin-System in der bestehenden Form ja nicht krisenfest ist und im Prinzip als gescheitert betrachtet werden kann. Das ist, glaube ich, einhellig. Jetzt ist sozusagen die Maßnahme, die sich daraus ergibt, für viele Institutionen, die jetzt gerade verhandeln, dass den Drittstaaten eben eine besondere Rolle zukommt, eine andere, eine veränderte Rolle. Insofern möchte ich meine erste Frage darauf richten. Es gibt ja viel Streit zwischen der EU-Kommission und der Ratspräsidentschaft, aber scheinbar auch dem Innenministerium, dem Bundesinnenministerium, über die Auffassung darüber, ob der Drittstaat zum Beispiel Vertragsstaat der Genfer Flüchtlingskonvention sein muss und somit ja auch Zugang zum Asylverfahren gewähren muss. Oder ob das eben auch andere Möglichkeiten gibt. Ja, da wäre sozusagen der erste Teil der Frage, wäre ein effektiver Schutz im Drittstaat außerhalb der Genfer Flüchtlingskonvention akzeptabel? Ergeben sich daraus Probleme? Und daran anschließend sozusagen, wir haben auch eine unterschiedliche Auffassung bei der Frage Verbindungsklausel. Es wurde jetzt schon mehrfach angerissen, aber vielleicht noch mal ganz klar die Frage ja von deutscher Seite. Wird ja in die Verhandlungen als Position eingegeben, dass eben es eine Verbindung, keine völkerrechtliche Notwendigkeit sein muss. Ja? Und insofern die Frage, ob Drittstaaten überhaupt verpflichtet werden können ohne Bindung, also jetzt mal sozusagen von der anderen Seite aus gedacht, ohne Bindung
ja, Flüchtlinge überhaupt zurückzunehmen. Das wäre sozusagen zur Rolle der Drittstaaten. Und zum Thema Abbau von Rechten haben wir jetzt auch viel gehört. Da ergeben sich immer wieder, fällt mir auch immer wieder auf, in den Ausführungen Differenzen oder unterschiedliche Auffassungen zur Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, mit denen wir irgendwie umgehen müssen. Also zum Beispiel, dass sich sozusagen aus EuGH-Rechtsprechung ergibt, dass gegen Zwangsmaßnahmen Eilrechtsschutz zuzulassen ist, aber auch die Frage des Schutzes besonders vulnerabler Gruppen, zum Beispiel der minderjährigen Geflüchteten, die bisher ja nach also Rechtsprechung des EuGH nicht nach Dublin überstellt werden durften. All das sozusagen ändert sich jetzt bei der Frage Wegfall von Überstellungsfristen und des Selbsteintrittsrechts, aber eben auch bei der Gewährung richterlichen Schutzes bei der Abschiebung in Drittstaaten. Und diesen Komplex sozusagen Abbau von Rechten und auch Widersprüchen zum EuGH würde ich Sie in meiner zweiten Frage bitten einzugehen. Ja, vielen Dank, Frau Amtsberg. Dann darf ich gleich auch abgeben an Frau Lüppe. Okay, zuerst, Dankeschön. Zuerst zum Drittstaatenkonzept. Frage: Muss der Drittstaat Vertragsstaat der Genfer Flüchtlingskonvention sein? Ich würde sagen, es wäre besser, wenn er es wäre, aber er muss es nicht zwingend sein. Was entscheidend ist, ja, ist, dass ein der GfK entsprechender Schutz in dem Drittstaat gewährt wird. Ja. Das ist durch nationale Rechte, ist das aber schwer erreichbar, weil zum Beispiel, weil dann diese völkerrechtliche Bindung nicht besteht. Also es kann auch jederzeit geändert werden. Ja. Das ist auf völkerrechtlicher Ebene nicht so leicht, aus politischen Gründen auch ist eine viel höhere Hürde, da was zu ändern. Nicht? Also das ist eine Sache, wo das dann nicht ganz vergleichbar ist. Und das Zweite ist, nur die Vertragsstaaten der Genfer Flüchtlingskonvention unterliegen auch der Kontrollfunktion des UNHCR. Das hat auch das Bundesverfassungsgericht in dem Urteil betont, dass das auch ein Grund ist, warum das Bundesverfassungsgericht meint, dass nur Vertragsstaaten der GfK hinreichend sozusagen dieser Kontrollfunktion unterliegen und deswegen als hinreichend sicher angesehen werden können. Ja? In der Literatur sind die Auffassungen, da gibt es da so unterschiedliche Auffassungen zu, aber ich würde tatsächlich sagen, also es lässt sich auch begründen, dass unter Umständen, ja, die dann aber überprüft werden müssen, ein Vertragsstaat, ein Staat, der nicht Vertragsstaat ist, ein sicherer Drittstaat sein kann. Ja? Also keine zwingende Ratifikation der GfK. Frage, muss ein Zugang zu einem Asylverfahren bestehen? Das wird von vielen Seiten aus wird das gefordert. Nicht? Die GfK fordert das nicht. Ja? Es gibt einen deklaratorischen Flüchtlingsbegriff, ja, und daraus folgt, der Staat hat die Wahl. Entweder... Ich muss ganz kurz unterbrechen. Ich möchte Herrn Ammann doch bitten, von hinten wieder auf seinen Platz zu gehen und die Gespräche im hinteren Bereich einzustellen. Der Staat hat die Wahl, ja, entweder er führt ein Asylverfahren durch und klärt den Flüchtlingsstatus, nicht, und muss dann den Flüchtling entsprechend, muss ihm dann die jeweils anwendbaren Statusrechte gewähren, oder er tut das nicht, aber dann muss er, weil es sich ja bei allen Schutzsuchenden, deren Status er letztlich nicht abgeklärt hat, um Flüchtlinge handeln kann, und die sind schon Flüchtlinge vor der Feststellung, wegen des deklaratorischen Flüchtlingsbegriffs, muss er sie alle als Flüchtlinge behandeln. Und da das kein Staat so richtig wird machen wollen, ja alle Schutzsuchenden als Flüchtlinge behandeln, ist eigentlich die übliche Praxis, ja, aber wie gesagt, flüchtlingsvölkerrechtlich nicht zwingend, dass ein Asylverfahren durchgeführt wird, damit man dann trennen kann zwischen denen man die Statusrechte gewährt und den anderen, denen man das nicht gewährt. Ja. Vielleicht nur ein Punkt, der vielleicht etwas schwierig zu erklären ist und der hier auch zu Dissens geführt hat in der Frage, ob im Zielstaat das GfK-Statusrechtesystem erfüllt sein muss. Ich habe nie behauptet, dass wenn ein Schutzsuchender in einen Drittstaat verwiesen wird, dass dieser Drittstaat einer sein muss, der ihm sofort alle Statusrechte gewährt. Das habe ich nicht gesagt. Ja. Das steht auch in der GfK nicht drin. Die GfK, wie hier zum Teil richtig gesagt wurde, sind die GfK-Rechte gestaffelt. Ja. Das richtet sich je nach Aufenthaltsverfestigung, je nach Status, den er dort hat. Nicht? Aber es ist ein fortschreitendes Inklusionssystem. Ja. Und diese Stufe, um die es hier hauptsächlich geht, das ist die Stufe des legalen Aufenthalts, da setzen die Rechte ein von Sozialleistungszugang, Arbeitsmarktzugang, Wohnungswesen, soziale Sicherung und so weiter. Ja, das ist die vorletzte Verfestigungsstufe, die die GfK vorsieht. Mit der sind all diese Rechte verbunden. Und jetzt schauen Sie mal in das Presidency Proposal dazu, was
zu diesem abgesenkten Maßstab, der als Alternative zur GfK-Geltung im Zielstaat da vorgeschlagen wird, da steht drin, der Zielstaat muss mindestens einer sein, der dem Betroffenen legalen Aufenthalt gewährt. Ja? Also die Leute, die wir wegschicken wollen, die haben im Zielstaat legalen Aufenthalt und dann müssen sie auch die dementsprechenden Statusrechte bekommen. Okay? Dann hatten Sie was zur Verbindungsklausel gesagt. Ja, Sie möchten wissen, ist das flüchtlingsvölkerrechtlich zwingend? Auch da würde ich eher sagen, da kann ich aus der Genfer Flüchtlingskonvention jetzt nicht herleiten, dass die Genfer Flüchtlingskonvention die Staaten zwingen würde, wenn sie Schutzsuchende, wenn sie also Kooperationssysteme machen, in denen sie Schutzsuchende einander zuordnen, dass sie das zwingend nach dem Verbindungsprinzip tun müssen. Eine andere Frage wäre, ob sich vielleicht gewohnheitsrechtlich herleiten lässt, aber das würde eine sehr viel eingehendere Studie erfordern, als jetzt hier im Vorfeld dieser Sitzung geleistet werden konnte. Und ich kenne auch keine solche Studie. Ja. Ich würde eher vermuten, es kommt dabei raus, dass es bis in die 90er Jahre hinein tatsächlich quasi universelle Auffassung war, dass es so eine Verbindung geben muss. Und inzwischen ist das aber, gibt es viele Beispiele dafür, dass das auch nicht mehr so gehandhabt wird. Ja. Ungeachtet dessen ist, wie gesagt, dass die Verbindungsklausel hat menschenrechtlich zwingende Anteile, also völlig ersatzlos aufgegeben werden kann sie auf keinen Fall. Ja. Was das Recht auf Familieneinheit und Kindeswohl angeht, nicht? Das muss auf jeden Fall garantiert sein. Im Übrigen ist sie einfach eine Allokationsregel, die mir so vernünftig erscheint, dass ich nicht verstehen kann, wieso man die aufgeben will. Dann geht es viel in der Diskussion auch Abbau von Rechten, ja, Eilrechtsschutz. Natürlich muss es einen Eilrechtsschutz geben. Ich sehe auch nicht wirklich, dass jemand da was anderes vertritt. Ja. Es bestehen wohl eher gewisse Unklarheiten darüber, ob das in den Fassungen, die gegenwärtig so kursieren, ob das da der Fall ist oder nicht, ausreichender Eilrechtsschutz. Ja. Und da spielt immer wieder eine Sache eine Rolle, das ist, dass davon geredet wird, der EGMR, also nicht der EuGH, ja, sondern der EGMR, fordere einen automatischen Suspensiveffekt. Also wenn sich jemand gegen eine Überstellung wehrt, dann muss das automatisch dazu führen, dass die Überstellung jetzt erstmal nicht vollzogen werden darf. Ja. Auch da würde ich sagen, dass es EuGH-Urteile, EGMR-Urteile gibt, in denen nach meinem Eindruck das so nicht aufrechterhalten wird. Ja? Sondern ich nehme insbesondere Bezug auf die Entscheidung hier. Sie danach, wenn ich die richtig verstehe, würde es ausreichen, dass der Betreffende eine effiziente Möglichkeit hat, rechtzeitig bei Gericht den Eilrechtsschutz einzufordern. Ja? Also keine automatische aufschiebende Wirkung, aber natürlich Eilrechtsschutz, den muss es geben. Ja? Das größere Problem sehe ich eher in den Fristen, die da jetzt vorgesehen sind, also 7 Tage, ich weiß nicht, Ihre Vorstellung davon ist, wie menschenrechtsgerechter Rechtsschutz funktioniert, ja, innerhalb von 7 Tagen diesen Eilrechtsschutz zu beantragen. Ja. Die Fristen erscheinen mir zu kurz. Das Europäische Parlament fordert da, glaube ich, 15 Tage und das wäre aus meiner Sicht das Minimum, was da gewährleistet sein muss. Ja. Da war noch eine weitere Frage betreffend Schutz von Minderjährigen. Ja, da gab es in der Tat eine EuGH-Entscheidung, die EuGH-Entscheidung MA, nicht? Die dazu geführt hat, dass unter Dublin III Minderjährige praktisch nicht mehr in andere Staaten überstellt werden konnten. Ja, das beruhte auf der Auslegung einer bestimmten Vorschrift in Dublin III, ja, und ist meines Erachtens nicht zwingend, dass das sozusagen eine zwingende Folge von Artikel 24 Grundrechtecharta ist. Ja. Es kann durchaus sein, dass unter einem anderen Sekundärrecht der EuGH diese Frage auch anders beantworten würde. Ja? Also das Kindeswohl ist immer ein hoher Grundsatz, der ist hochzuhalten. Ja? Aber dass man jetzt sagen könnte, es folgt aus Artikel 24 Grundrechtecharta, dass man auf keinen Fall Minderjährige auch Überstellungsverfahren unterziehen darf, das sehe ich so nicht. Danke. So, vielen Dank. Ich hätte jetzt folgenden Vorschlag zu machen mit Blick auf die Uhr.
Also die Fragestellungen waren zwischen 1,5 und 3 Minuten vollkommen im Rahmen. Die Antwort dauert zwischen 8 und 10 Minuten, für die erste Runde auch in Ordnung. Würden wir es im gleichen Modus aber machen, würde es bedeuten, dass am Ende für zwei Fraktionen nichts übrig bliebe. Mein Vorschlag ist, wir machen eine Frage-Sammelrunde. In aller Kürze stellt jeder bitte noch, so wie vorhin, zwei Fragen. Und dann gebe ich den Sachverständigen die Möglichkeit, noch kurz zu antworten. Wir müssen auch da das Zeitfenster teilen. Es tut mir sehr leid, Sie kommen her und ich muss Sie dann von der Zeit begrenzen. Aber es geht nicht anders. Jeder eine kurze Antwort und würde dann, so wie wir das auch in der letzten Legislaturperiode schon mal gemacht haben, die Eingangsstatements begannen bei Herrn Ammann, umgekehrte Reihenfolge von Herrn Thüm an, hochgehend sozusagen dann die Antwortrunde machen. Besteht soweit Einverständnis? Gut, dann geht's los mit den Fragen der Union. Jetzt muss nur jemand anderes die Uhr nehmen, sonst komme ich durcheinander. Also wir wollen gerne splitten. Ein Fragesteller. Ich habe mir es notiert. Herr Amthor, Herr Bernstiel. Genau. Zeitfenster bleibt gleich. Und dann darf ich bitten, Herr Bernstiel, Herr Amthor. Vielen Dank. Wir hätten noch mal eine Nachfrage zu dem Konzept der sicheren Drittstaaten. Und zwar geht es insbesondere darum, ob es mit der Genfer Flüchtlingskonvention vereinbar ist, wenn nur gewisse Teile des betroffenen Staates die Voraussetzungen für einen sicheren Herkunftsstaat erfüllen und nicht das gesamte Staatsgebiet. Also ist es mit den Genfer Flüchtlingskonventionen vereinbar, wenn nicht alle Teile eines Staatsgebietes als vollkommen sicher bewertet werden? Ja, ich möchte den Blick noch mal werfen auf das nationale Verfassungsrecht. Herr Kau hat hier sehr überzeugend, wie ich finde, ausgeführt, dass Prüfungsmaßstab eigentlich nicht allgemeines Völkerrecht ist, sondern vor allem im Kern die Frage, haben wir eine Vereinbarkeit mit einem eventuellen Ultravirus-Akt im europäischen Unionsrecht? Und deswegen das, was Sie so richtig unterstrichen haben in Ihrer Stellungnahme, dass eigentlich keine berechtigten Zweifel bestehen können an der Verfassungsmäßigkeit des gemeinsamen Asylsystems. Das hätte ich gern noch mal unterstrichen, vielleicht insbesondere Herr Thüm von Ihnen. Ich kann mich Ihren Ausführungen zum Völker- und Europarecht sehr gut anschließen. Und die Frage wäre eben, sind wir alle einig darin, dass Prüfungsmaßstab hier anhand des Bananenmarktordnungsbeschlusses Honeywell und solange ist hier der Prüfungsmaßstab nicht eigentlich nur, ob der Grundrechtsstandard der Union insgesamt zurückfällt unter dem Grundrechtsstandard, den wir in Deutschland haben. Das können wir nicht sehen und deswegen sind wir der Auffassung, dass der ganze Vorschlag zumindest nach unserem Prüfungsmaßstab verfassungskonform ist und Kriterien wie Zuordnungsinteresse von Flüchtlingen und was wir hier gehört haben, das ist auf jeden Fall aus meiner Sicht keine Kategorie des nationalen Verfassungsrechts. Ja, vielen Dank. Wir kommen dann zur SPD. Ich nehme an, Herr Lind, bitte. Ich habe eine Frage an Herrn Knaus und eine an Frau Becker. Herr Knaus, ich begrüße sehr, ich habe Ihrer Stellungnahme entnommen, dass Sie für einen moralischen Realismus appellieren und aus Sicht eines Praktikers vor Ort der Asyl- und Integrationspolitik ist Moral A zwingend notwendig und B mangels den ganzen Asyl- und Migrationsdebatten, wenn dann an einem am gelebten Leben und daher ist dies zu begrüßen. Deshalb greife ich das aus in Bezug auf zwei Punkte bei Ihnen. Zum einen, Sie striffen das mehrmals. Wie könnten dann solche Modelle legalisierter Einwanderung funktionieren in Form von Abkommen mit Herkunftsstaaten, ECOWAS als Stichwort, also Sie erwähnten Modelle, aber können Sie das etwas konkretisieren und veranschaulichen? Und zum Zweiten, wie sähe aus Ihrer Sicht ein realistisch sinnvoller Verteilungsmechanismus in Europa aus, der auch funktionieren würde? Jetzt meine Frage an Frau Becker. Auch wieder unter dem Stichwort jetzt hier moralischer Realismus oder ich nenne es mal humanitärer Pragmatismus. Deshalb danke ich Ihnen auch, dass Sie die Perspektive dann der Betroffenen deutlich machen. Wir hatten hier ja die These, dass es Refugees in Orbit nicht gäbe oder geben könne. Haben Sie Argumente dafür, dass es sie tatsächlich gibt? Und ich entnahm auch Ihren Ausführungen, dass Sie kritisch Veränderungen oder Abschaffung beurteilen im Bereich Zuständigkeitsübergang, Selbsteintrittsrecht, humanitäre Klausel. Könnten Sie aus Ihrer Sicht die praktischen, konkreten, lebensweltlichen Folgen für Betroffene solcher Veränderungen ausführen? So, dann kommen wir jetzt zu Herrn Hess.
Ja, ich hätte einmal eine Frage an Herrn Ammann und dann an den Herrn Rittgen. Herr Ammann, zunächst an Sie die Frage. Die Frau Becker hat ja vorher ausgeführt, den Familiennachzug als Integrationshilfe, als integrationsfördernd. Wir haben ja bereits in den 80er Jahren Flüchtlingen aus dem Libanon massiv Familiennachzug ermöglicht, mit all den bekannten Problemen, zum Beispiel im Bereich Bremen mit dem Miri-Clan, wo eben sich das nicht als Integrationshilfe erwiesen hat, sondern als Integrationshemmnis, als Integrationshindernis, wo Parallelgesellschaften entsprechend entstanden sind, die nicht nur im Hinblick auf die Wertevermittlung unseres Grundgesetzes, insbesondere was Frauen- und Gleichheitsrechte angeht, problematisch ist, sondern auch mit ihren massiven Auswirkungen auf die innere Sicherheit. Deshalb die Frage an Sie, denken Sie, dass dieser von mir zuletzt genannte Aspekt eine angemessene Berücksichtigung in der derzeitigen politischen Diskussion findet? Und dann die Frage an den Herrn Rittgen. Sie hatten vorher doch sehr eindrücklich, wie ich finde, ausgeführt, dass die Kommunen doch sehr stark an ihre Leistungsgrenze gekommen sind, zum Teil auch darüber hinaus. Sie hatten ganz eindringlich dafür plädiert, dass deshalb ein Flüchtlingszustrom wirksam begrenzt werden müsse, damit eben auch nur Schutzbedürftige aufgenommen werden. Nun ist es ja bei den beiden zur Rede stehenden Anträgen offensichtlich so, dass diesem Ziel zumindest nicht in dem Umfang nachgekommen, dass dem nicht nachgekommen wird, wie das erforderlich wäre. Das heißt, wir könnten quasi im Endeffekt eine nochmalige Zunahme der Zahlen überhaupt gar nicht ausschließen. Und deshalb ganz klar an Sie gefragt, wäre eine nochmalige massive Zunahme an Flüchtlingszahlen von den Kommunen überhaupt leistbar? Ja, Herr Hess, dann sehe ich Herrn Strasser von der FDP. Ja, meine Frage geht an Herrn Kau. Die zweite Frage stellt dann der Kollege Kuhle. Wir haben ja zwei Vorschläge auf dem Tisch, das in der Diskussion jetzt ein bisschen zu kurz gekommen. Es gibt einen Vorschlag der Kommission und es gibt einen Vorschlag des Europäischen Parlaments. Beide verbindet, dass wir europaweite Verteilung wollen, eine fairere Verteilung. Aber dafür braucht es ja ein ähnliches Schutzniveau in den Mitgliedstaaten, dass es funktioniert. Herr Thüm hat vorhin von beschränkten Maßnahmen gesprochen, die die Politik hat. Ich würde Sie gern rechtlich zwei Aspekte fragen. Der eine Aspekt ist der Rechtsrahmen für Harmonisierung von Sozialleistungen innerhalb der Europäischen Union. Wie sieht der aus? Welche Möglichkeiten hat hier die Kommission, vereinheitlichend tätig zu werden? Und wenn das ohne das ganz große Rad nicht geht, was kann die Bundesregierung auf nationaler Ebene tun, um eben ein harmonischeres Leistungsspektrum hier zu schaffen im Vergleich zum Rest der EU? Und der zweite Aspekt, der mich interessieren würde, sind die unterschiedlichen Sanktionsmöglichkeiten für die Mitgliedstaaten, die sich nicht an einer fairen Verteilung beteiligen. Es sind ja ganz unterschiedliche Debatten oder Vorschläge in der Debatte. Herr Heilbronner hat eine genannt. Eine andere Forderung, die immer wieder kommt, ist, EU-Beihilfen für die Staaten zu streichen. Wäre das rechtlich so möglich? Hier würde mich eine kurze Bewertung sehr freuen. Ja, wir kommen dann. Oh, Entschuldigung, meine Herr Kuhle, Frage richtet sich an Herrn Professor Thüm. Setzen wir mal voraus, dass die Möglichkeit des neuen gemeinsamen europäischen Asylsystems, dass die Bundesrepublik Deutschland weiterhin nur solche Staaten als sichere Drittstaaten einstuft, die die GfK vollumfänglich anwenden, dieses gesamte System verfassungsgemäß macht. Setzen wir das mal voraus. Welche Anforderungen stellen sich denn aus völkerrechtlicher Sicht, GfK, Artikel 18 der Grundrechtecharta und EMRK, an Entscheidungen über Asylverfahren an der europäischen Außengrenze? Und inwiefern würde das neue gemeinsame europäische Asylsystem es uns erleichtern, dass solche Entscheidungen, ist eine Flucht legal, ist sie nicht legal, können wir das Ganze schon entscheiden, bevor der gefährliche Weg übers Mittelmeer angetreten wird, in den Staaten etwa Nordafrikas, mit dem neuen gemeinsamen europäischen Asylsystem leichter möglich als vorher? Ja, vielen Dank. Jetzt kommen wir zur Fraktion der Linken. Frau Akbulut. Ja, vielen Dank auch für die Beiträge. Ich habe zwei Fragen. Zum einen zum Konzept an Frau Becker und an Frau Stamm. Zum einen zum Konzept der Hotspots, die auch angesprochen worden sind. Ob Sie es noch mal etwas erläutern können, wie konkret die Situation oder die Erfahrungen auch in der Praxis aussehen. Gerade auch in Bezug auf die Qualität der Asylverfahren und auch die Situation der Unterbringung. Und die zweite Frage, die ich habe, richtet sich an den EU-Türkei-Deal.
und an die Situation der Geflüchteten innerhalb der Türkei, die ja auch sehr problematisch ist und gerade auch angesichts der innenpolitischen Entwicklung. Und die Geflüchteten haben ja einen Gaststatus in der Türkei und sind nicht nach dem Genfer Flüchtlingskonvention in untergeordnet rechtlich in der Türkei und genießen also im Grunde genommen temporären Schutz. Und es ist halt auch die Situation innenpolitisch, wie quasi auch mit der Flüchtlingssituation auch vor Ort umgegangen wird und in Bezug auf die gesamten Entwicklungen auch mit Syrien, wo quasi auch eine Instrumentalisierung auch stattfindet und auch eine Umsiedlung geplant ist von den etwa 2,5 bis 3 Millionen Geflüchteten, die sich derzeit in der Türkei aufhalten und im Grunde genommen auch politisch instrumentalisiert werden. Und da würde ich gerne Ihre Einschätzung zu wissen. Vielen Dank. Und dann ist die Letzte in der Runde noch Frau Polat. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Fragen gehen einmal an Frau Professor Dr. Lübbe und einmal an Herrn Knaus. Frau Professor Dr. Lübbe, unsere Fraktion würde noch mal interessieren, die aktuellen Planungen, alle Staaten mit einer geringeren Anerkennungsquote von 5% als sichere Herkunftsländer einzustufen. Wie Sie das beurteilen vor dem Hintergrund der aktuellen Vorschläge zur Asylverfahrensordnung und vielleicht auch unter Berücksichtigung in diesem Punkt, dass die Anerkennungsquote ja Schwankungen unterliegen sind. Also einen Monat ist es mal 4,8% und im anderen Monat mal 6%. Und meine zweite Frage geht an Herrn Knaus. Wir fanden ganz interessant Ihre Analyse zum jetzigen System. Wir haben noch nicht so genau rausgehört, wie Sie unseren Antrag und die dahingehenden Änderungen zum GEAS beurteilen. Ich frage deshalb, wenn Sie sagen, die Umsetzung ist bisher nicht erfolgt, sowohl in den Hotspots nicht als auch in Italien nicht, hier meine konkrete Frage, wenn wir es nicht geschafft haben, die jetzigen Standards innerhalb der Europäischen Union nicht umzusetzen, und wenn wir es bisher nicht geschafft haben, und ich sage mal, in einem Zeitraum von 20 Jahren bemüht sich Deutschland in den eigenen Erstaufnahmeeinrichtungen, Asylverfahren innerhalb von 3 Monaten durchzuführen. Die letzte Koalition hat es sogar im Koalitionsvertrag drin gehabt, eine Zielmarke von 3 Monaten. Und vor dem Hintergrund, dass wir in der letzten Legislaturperiode die Einführung von Ankunftszentren hatten, mit dem Willen in 48 Stunden im Rahmen von Entscheidungsstraßen die Asylverfahren durchzuführen und jetzt der neue Vorschlag kommt, Ankunftszentren innerhalb von 3 Wochen mit einem rechtskräftigen Urteil mit Verwaltungsgerichtseinheit in den Ankerzentren zu haben. Glauben Sie, dass wir dann Hotspots in Libyen, in der Türkei oder in Nigeria realistisch unter den Voraussetzungen, die hier alle beschrieben wurden, nach internationalem Recht umsetzen können? Deswegen die Frage, wie beurteilen Sie das GEAS-System, die Änderung dazu? Sie gelten ja auch als Vater oder Kopf des EU-Türkei-Deals. Insofern interessiert uns das besonders. Dann kämen wir jetzt zur Antwortrunde. Wir haben eine halbe Stunde, das sind pro Sachverständigen 3 Minuten, wenn jeder zu Wort kommen soll, was ich dann doch auch begrüßen würde. Ich weiß, wie schwierig das ist und bitte Sie ganz einfach, auf die wichtigsten Sachen zu sprechen zu kommen. Ich werde nach 2,5 Minuten sagen müssen, es sind jetzt noch 30 Sekunden, weil sonst funktioniert es leider nicht. Dann starten wir jetzt mit Herrn Professor Thüm. Vielen Dank. Ich mache es ganz kurz. 3 Fragen, 3 Minuten. Herr Bernstiel zu den GFK und den Teilgebieten. Das ist eine begrenzte Innovation, die dennoch GFK-konform ist, aus dem ganz einfachen Grund, dass die GFK keine Verfahrensregeln enthält und die Standards, die die GFK enthält, etwa Statusdetermination, Refoulementverbot in den Teilgebieten vollumfänglich gewährleistet sein müssen, sowohl rechtlich als auch tatsächlich. Da werden keine Abstriche bei den Standards gemacht, die werden nur regional begrenzt realisiert. Zu Herrn Amthor und dem Grundgesetz. Ich kann voll auf zustimmen, was Sie gesagt haben. Bananenmarkt, solange 2, das Grundgesetz und seine Grundrechte sind kein Bewertungsmaßstab für die EU-Gesetzgebung. Hinzufügen würde ich, dass natürlich die Menschenwürde zu beachten ist. Nach dem Lissabon-Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat aber schon 1996 festgestellt, dass Artikel 16a nicht von der Menschenwürde umfasst ist. Höchstens das Refoulementverbot, nicht das Individualverfahrensgrundrecht. Wir haben jedoch ein Folgeproblem, was mittelbar auch Herr Amthor in seiner Frage angesprochen hat. Was passiert, wenn
die Verordnung dann so kommt, die Verfahrensverordnung, gibt es dann in Deutschland ein doppeltes System, sichere Drittstaaten nach dem Grundgesetz und sichere Drittstaaten nach der Asylverfahrensverordnung. Das ist eine Option. Es gibt aber eine andere Option, die ich in Fußnote 1 meiner Stellungnahme mittelbar angesprochen habe, dass man mit dem Bundesverwaltungsgericht gesagt hat, sagt, hier ist wegen Verwechslungsgefahr ein Anwendungsvorrang des EU-Rechts gegeben, der entgegenstehende nationale Vorschriften verdrängt und darunter viele dann auch 16a. Zu der Außengrenze und der eigentliche Frage von Herrn Amthor fasse ich mich auch naturgemäß und zwingend sehr kurz. Die Reformvorhaben leisten hier manches, aber natürlich nicht alles, was notwendig ist. Bereits in legislativer Hinsicht sind einige Punkte, die man kritisch sehen kann, so etwa, dass die Verfahren in Transitzentren an den Außengrenzen nach wie vor nicht zwingend durchgeführt werden können, dass die Inhaftierung dort nicht obligatorisch sein soll, dass der Rechtsschutz überobligatorisch ist. Also da könnte man legislativ mehr machen, was über die Absenkung der Standards an sicheren Drittstaaten hinausführt. Selbst wenn man all das legislativ aber umsetzte, was bisher nur teilweise geschieht, blieben all die anderen Probleme, die Herr Knaus angesprochen hat, dass in operativer Hinsicht die EU offensichtlich nicht in der Lage ist, die selbstgesetzten Standards an den Außengrenzen effektiv zur Anwendung zu bringen. Siehe Hotspots, wo die Lage nicht menschenrechtswidrig sein mag, aber dennoch unbefriedigend ist. Und man braucht letztens halber Satz auch immer noch einen ordnungsgemäßen Kooperationsrahmen mit Drittstaaten. Die EU kann nicht alleine entscheiden, dass jetzt alle wo zurückgehen müssen, sondern man muss die Interessen der Transit- und Herkunftsstaaten berücksichtigen. Wunderbar, perfekt, vielen Dank. Dann Frau Stamm, bitte. Ja. Also wenn Sie mich anschauen, ich mache dann so, dann sind wir bei der halben Minute, sonst muss ich ins Mikrofon grätschen, das ist für Sie nicht so angenehm. Alles klar, danke, ich gucke Sie an. Ja, Frau Akbulut, herzlichen Dank, dass Sie mir Gelegenheit geben, noch mal ganz kurz zum Hotspot-System Stellung zu nehmen. Ich hatte ja eingangs gesagt, zwei Akteure sind bisher nicht wirklich berücksichtigt worden im ganzen Dublin-System und das sind eben die ankommenden Asylsuchenden, so wie die Außengrenzstaaten. Das Europäische Parlament schlägt jetzt in der Tat vor, das Kriterium der Ersteinreise aufzugeben, eine nur ganz kurze Vorprüfung zu machen und einen automatischen Verteilmechanismus einzuführen. Das heißt, die Außengrenzstaaten können sicher gehen, dass sie auch die Flüchtlinge weiter transferieren können. Sie werden sie auch wieder los, wenn sie sie registrieren. Das wird zu einer erhöhten Akzeptanz führen. Das heißt, wir müssen aber davon ausgehen, dass ein Dublin-System nur funktioniert, wenn in den Hotspots rein identifiziert, informiert wird und weitergeleitet wird. Nur so wird es funktionieren. Rechtsstaatliche Asylverfahren müssen dezentral in der EU stattfinden und auch die Rückführung daher. Wichtiger anderer Punkt. Wer 2015 in Idomeni gestanden hat, der hat gesehen, ein Drittel der Menschen wusste ganz genau, wo die Leute hinwollen. Ein Drittel wussten selber, wo sie hinwollen. Zwei Drittel hatten überhaupt keine Ahnung davon, wo Schutz in der EU, in welchen Ländern das möglich ist, wo sie eine Perspektive aufbauen haben. Deswegen, das Europäische Parlament sagt in seinem Vorschlag, Information ist extrem wichtig und die kann im Hotspot passieren. Wenn die Menschen eine echte Wahlmöglichkeit haben, zum Beispiel, wie gesagt, Gruppenrelokation, 30 bis zu 30 Personen, dann wird ihnen ein subjektives Recht eingeräumt, quasi eine besondere Verbindung zu einem Mitgliedstaat geltend zu machen. Das ist ein Verfahren, das neu eingeführt wird. Wenn man so etwas anbietet in einem Hotspot, dann garantiere ich Ihnen, werden die Menschen auch dieses System akzeptieren. Familieneinheit muss gewährleistet werden. Die Sekundärwanderung wird ohnehin stattfinden, legal oder illegal. Das muss man gezielt steuern, dass sie wenigstens innerhalb der Europäischen Union legal zu ihren Familien reisen können. Das wird nicht Da wird man nicht drum herum kommen. Ausführliche Informationen, die Menschen sozusagen ansprechen in ihren Bedürfnissen, ihnen überhaupt eine Vorstellung davon zu geben, das hat Frau Rückström in ihrem Report wirklich unglaublich gut dargestellt und das ist für uns eigentlich auch zentral. Einräumung von Wahlmöglichkeiten für Asylsuchende unter vier Staaten, die Quote alle noch nicht erfüllen. Das sind alles gute Ansätze, die sicherlich dazu führen werden, dass das Dublin-System akzeptiert werden kann. Ganz kurz zur Türkei. Uns liegen dort neue Berichte vor, dass die Übergriffe auf Syrer in der Türkei zunehmen, dass die Stimmung zunehmend kippt, dass auch Flüchtlinge Teil des Wahlkampfes werden oder der politischen Auseinandersetzung und dass sozusagen dieses Gastrecht auch sozusagen in
möglicherweise zur Debatte steht. Für die Sicherheit ist nicht immer gewährleistet. Vor allem in großen Städten kommt es zu Spannungen. Sie müssten zum Ende und kommen. Ich denke, da wird ein großer Augenmerk darauf zu richten sein, was auch mit den 3 Milliarden Euro passiert und den nächsten 3 Milliarden, die für die Flüchtlinge in der Türkei verausgabt werden sollen. Vielen Dank. Dann Herr Dr. Rittgen, bitte. Ja, vielen Dank. Ich kann mich in der Tat ganz kurz fassen, weil ich im Grunde genommen das wiederholen kann, was ich schon einleitend gesagt habe. Wir erleben es, ich habe es betont, immer mehr und immer häufiger Anzeichen, dass Kommunen, einzelne Kommunen, aber auch die Kommunen im Ganzen an die Grenze der Integrationsfähigkeit stoßen. Wir haben auf der anderen Seite die von uns definitiv nicht bestrittene Verpflichtung, die wirklich Schutzbedürftigen aufzunehmen und vor Verfolgung zu schützen. Um da einen Ausgleich zu schaffen, müssen wir uns, und das ist unsere feste Überzeugung, darauf konzentrieren, die wirklich Schutzbedürftigen zu identifizieren. Wenn wir uns auf diesen Personenkreis konzentrieren, haben wir auch kein großes Problem. Ist das alles leistbar. Daher, ich habe es ja schon gesagt, finden wir es sehr gut, dass diese Mechanismen gestärkt werden sollen, sichere Drittstaaten, sichere Herkunftsstaaten. Ich glaube, Herr Heilbronner war es, der das gesagt hat, das ist geltendes Verfassungsrecht. Es ist überhaupt nicht einzusehen, warum das jetzt so ein großes Problem sein sollte. Wir brauchen des Weiteren, und das geht so ein bisschen über den Antrag hinaus, natürlich auch eine schnelle Rückführung derjenigen, die abgelehnt worden sind. Daran hapert es selbstverständlich. Und, das ist vielleicht noch ein dritter Aspekt, der heute noch gar keine Rolle gespielt hat, für den wir uns aber auch sehr stark machen, wir brauchen Möglichkeiten der legalen Zuwanderung. Weil man auf diese Art und Weise eben auch dafür sorgen kann, dass dieser Druck, illegale Wege zu beschreiten, gemindert wird. Deswegen plädieren wir für ein Zuwanderungsgesetz, das entsprechende Möglichkeiten eröffnet. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Rittgen. Dann bitte Frau Professor Lübbe. Ja, vielen Dank. Zu sicheren Herkunftsstaaten, ja, da verhält es sich ein bisschen ähnlich wie mit den sicheren Drittstaaten. Die Frage, welche Staaten als sicher gelistet werden, ja, die scheint mir nicht so sehr daran orientiert zu sein, wer wirklich sicher ist, ja, sondern das hat strategische Gründe bei den sicheren Drittstaaten. Wo sind die geografisch gelegen? Wer ist irgendwie verhandlungsbereit und so, nicht? Bis zum Frühjahr 2016 wäre niemand auf die Idee gekommen zu sagen, die Türkei ist ein sicherer Drittstaat und plötzlich ist sie einer, weil wir das brauchen, ja. Und so ähnlich funktioniert das mit der Festlegung sicherer Herkunftsstaaten auch, nicht? Eigentlich sollte diese sichere Staatendefinition, ja, die sollte eigentlich eine Verwaltungserleichterungsfunktion haben. Keine Abstreckungsfunktion, keine strategische Funktion, eine Verwaltungserleichterungsfunktion. Ja? Wenn man das aber so betreibt, dann funktioniert das nicht. Jawohl, das war eine richtige Zeiteinsparung. Dann bitte Herr Knaus. Dann. Ja, vielen Dank. Also es waren 3 Fragen und 3 konkrete Vorschläge. Man könnte über alles natürlich viel länger reden, aber der konkrete Vorschlag für die Frage der Kontingente oder wie man das organisieren könnte mit Herkunftsländern. Die Europäische Union müsste jemanden ernennen, der es sich zur Hauptaufgabe macht oder die es sich zur Hauptaufgabe macht, für einige Monate mit den Herkunftsländern seriös zu verhandeln. Ähnlich intensiv, wie das die deutsche Bundesregierung und die niederländische Ratspräsidentschaft in den Monaten vor dem EU-Türkei-Abkommen 2016 gemacht hat. Auf höchster Ebene, damals auch die Bundeskanzlerin und der niederländische Ministerpräsident. Damit die Herkunftsländer sehen, wir meinen es ernst. Und dafür brauchen wir auch Angebote von den europäischen Ländern. Die Gipfelerklärungen von Valletta etwa, der Paragraph über legale Migration und Mobilität oder auch das italienische Papier von der Regierung von Gentiloni von 2016, bieten Ansätze, darüber müsste man verhandeln. Wir müssen zeigen, dass wir es ernst meinen. Bis jetzt sind bei diesen Gesprächen beide Partner, gehen davon aus, dass die andere Seite es nicht ernst meint und beide haben recht. Das Zweite, die Frage der Verteilung innerhalb der EU. Für mich ist wirklich die Frage, wo ist der Fokus, dass wir am meisten Wirkung erzielen? Das Merkwürdige am Dublin-System war, es hat nie funktioniert in den letzten 20 Jahren. Aber bis vor wenigen Jahren hat das niemanden wirklich gestört. Es war eine enorme Verschwendung von Ressourcen. Aber die spontane Verteilung, wenn Sie sich das anschauen, genauer, die spontane Verteilung, die durch das Scheitern von Dublin erfolgt ist, war mit wenigen Ausnahmen relativ gerecht. Wenn wir den Schlüssel zur Verteilung damals schon gehabt hätten, dann wäre etwas relativ Ähnliches herausgekommen, mit einer großen Ausnahme. Das war Schweden. Schweden war immer, wie sagt man auf Englisch, off the charts. Also die waren immer ganz weit draußen. Die haben fast so viel Schutz gewährt in manchen Jahren wie Deutschland 2013. Aber abgesehen von Schweden, und da war das eine politische Entscheidung, und da komme ich zu einem Hauptpunkt. Ich glaube, dass manche dieser Dinge nicht wirklich vergemeinschaftet werden können. Wenn ein Land, wenn eine Gesellschaft wie Deutschland, Schweden oder die Niederlande sagen,
Wir wollen Schutz bieten. Wir sehen es als unsere gesellschaftliche und moralische Verpflichtung an, in dieser Welt einen Beitrag zu leisten. Dann ist es doch nicht sinnvoll zu sagen, aber wir tun es nur, wenn die Polen genau gleich viel tun. Also ich glaube, hier wird Moral und Fairness oft falsch verknüpft. Und wir begeben uns da in einen Strudel, wo dann auf einmal die Schweden sagen, ja, waren wir jetzt dumm die letzten 10 Jahre, dass wir großzügig waren? Weil die Ungarn unter Viktor Orban nicht jetzt auch so viel tun? Also wir müssen eine Balance finden zwischen der Fähigkeit von Staaten mit starker Legitimität, Regierungen zu wählen, wie in Kanada, die sagen, wir wollen etwas tun, und europäischer Solidarität. Und der letzte Punkt, warum funktioniert das so schlecht auf den Hotspots und warum sind die bisherigen Versuche, Dinge zu beschleunigen, oft gescheitert? Was sind die Interessen? Also die griechische Regierung schafft es nicht und will auch nicht wirklich Leute in die Türkei zurückschicken, weil das in Griechenland unpopulär ist. Man schickt dann Leute durchaus direkt, und zwar Griechenland mehr als Deutschland, nach Afghanistan, und zwar vom Festland. Also da ist Griechenland nicht besonders großzügig. Aber ja, mit schlechten Bedingungen auf den Inseln hat man im Grunde genommen eine Alternative gesucht, die nicht wirklich funktioniert. Das ist ein zynisches Spiel, Australien halb zu kopieren. Das Problem in Deutschland und anderswo ist, schnelle Verfahren bringen nichts, wenn man die Gerichte nicht einbezieht. Das haben die Schweizer erkannt und die Niederländer in Ländern wie Deutschland oder Frankreich. In Frankreich, das schnelle Verfahren, mein letzter Punkt, im letzten Jahr wurde festgestellt, das Normalverfahren für Asyl dauert 449 Tage, das Schnellverfahren 228 Tage. Allerdings, wenn eh niemand zurückgeschickt wird, warum soll man sich dann besonders anstrengen, es zu beschleunigen? Also ich glaube, das ist auch eines der Probleme. So, dann kommen wir jetzt zu Herrn Professor Kau. Vielen Dank. Zur Frage, wie sieht der Rechtsrahmen für Sozialleistungen im Bereich des Asylrechts aus? Grundsätzlich kann natürlich die Kommission oder die europäischen Organe können in der Rechtsetzung bestimmte Vorgaben abstrakte Art machen, welche Standards erreicht werden sollen, welche Vorstellungen damit verbunden sind. Das wird im Einzelnen auch vom EuGH zu überprüfen sein. Das Problem auf der mitgliedstaatlichen Seite ist, wir machen uns davon, glaube ich, keine rechte Vorstellung, dass, sagen wir mal, zwischen dem sozialstaatlichen Niveau in Luxemburg, das noch beträchtlich besser ist als in Deutschland, und dem sozialstaatlichen Niveau in verschiedenen Staaten Osteuropas eine gewaltige Lücke klafft. Deswegen wäre also die Möglichkeit grundsätzlich gar nicht gegeben, dass die EU tatsächlich einen absoluten Wert zu erteilenden Sozialleistungen ergibt. Das wird immer die Beschreibung sein, die zum normalen Überleben, zum normalen Existieren nötigen Finanzmittel, grundlegende Fragen der medizinischen Versorgung, aber nach den Standards der jeweiligen Mitgliedstaaten. Für die Bundesrepublik Deutschland heißt das, dass sie so ein bisschen zwischen den europäischen Anforderungen, die sie selber konkretisieren muss, und auch noch zwischen den verfassungsrechtlichen Anforderungen in der Zange ist. Das heißt, die Bundesrepublik Deutschland muss schauen, wie sich das Bundesverfassungsgericht bislang zur Frage der Sozialleistungen, also an Asylbewerber und Schutzsuchende, verhalten hat. Da spielt der eben schon von Herrn Professor Thüm ins Spiel gebrachte Artikel 1.1, die Menschenwürde, natürlich eine große Rolle. Ich glaube, die Ausdeutung der Entscheidung von 2012 zum Asylbewerberleistungsgesetz ist noch nicht beendet. Das wird natürlich in den zuständigen Ministerien, bei den politischen Gruppierungen, wird natürlich da jedes Wort und jede Zeile darauf erprobt, welche Spielräume sie zulässt. Das wird man im Einzelnen dann betrachten müssen. Letzter Punkt. Was ist mit Sanktionsmöglichkeiten bei Staaten, die sich hier unterschiedlich verhalten? An sich bietet das Europarecht dafür alles. Wir probieren aber gerade aus, ob das auch in der Praxis funktioniert. Es gab das Verfahren gegen den Umverteilungsbeschluss, angestrengt unter anderem von Ungarn. Ungarn ist bei diesem Verfahren verurteilt worden, hat aber gleich gesagt, dass es sich nicht dran halten möchte. Jetzt ist ein neues Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet worden. Das ist alles
An sich ist das Vertragsverletzungsverfahren die Möglichkeit, die Geltung des Rechts in jedem Mitgliedstaat umzusetzen. Der Praxistest läuft gerade. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank. Dann kommen wir jetzt zu Herrn Professor Heilbrunner. Also ich möchte nur eine kurze Bemerkung allgemeiner Art machen. Das Hauptdilemma unseres Asylrechts und nicht nur des deutschen, sondern auch des europäischen Asylrechts war, es war kein Asylrecht, sondern ein Asylbewerberrecht. Wer einen Antrag auf Asyl an den Grenzen der EU gestellt hat, war faktisch drin. Es gab keinen Vollzug, es gab keine wirkliche Unterscheidung zwischen Schutzberechtigung, theoretisch ja, aber praktisch in den meisten Fällen nicht. Da braucht man sich nur die Zahlen anschauen der Rückführung und der Abschiebung. Wie kann man das korrigieren? Und eine der Hauptursachen sehe ich auch darin, um es mal vereinfacht zu sagen, das europäische Recht, was sich entwickelt hat, und das gilt nicht nur für Dublin, sondern auch für das Verfahrensrecht, war Schönwetterrecht. Es war nicht hochkompliziert, schauen Sie mal in irgendeine der Richtlinien rein. Und dieses hochkomplizierte, intransparente Recht hat sozusagen die Entwicklung zum Asylbewerberrecht ganz substanziell gefördert. Und deshalb ist auch eines der zentralen Probleme, auch wenn wir uns etwa darüber verständigen, was ich für richtig halte, etwa den Vorschlag, an der Grenze beschleunigte Verfahren zu machen. Aber wir müssen darüber nachdenken, wie wir diese Verfahren vereinfachen können. Und vereinfachen, da sind die sicheren Drittstaaten und sind die sicheren Herkunftsstaaten ein ganz wesentliches Element. Aber ich meine, damit ist noch nicht genug getan, sondern wir müssen uns auch überlegen, wie wir also diese Verfahren insgesamt auch sozusagen transparenter machen können. Das würde zum Beispiel auch bedeuten, dass wir mit Verwaltungsvorschriften typische Situationen von Schutzberechtigung oder Nichtschutzberechtigung schneller erfassen können, um auch solche Verfahren schneller beenden zu können. Nur noch eine letzte Bemerkung. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, rein Willkür, das war keine wissenschaftliche Studie, Dings, aber ich habe mir mal die Mühe gemacht, einfach die Asylgerichtlinienverfahren, die man bei Juris finden kann, die unter Missbrauch, also wo die Gerichte von einem missbräuchlichen Asylvortrag ausgegangen sind. Und dann habe ich nur angeschaut, wie lange die Verfahren gedauert hat. Und zu meinem Erstaunen habe ich festgestellt, auch die Verfahren, in denen also offensichtlich kein Schutzberechtigung von vornherein da waren, kommen Sie dann auf Verfahrenszeiten von 2, 3, 4 Jahren. Und das ist etwas, was nicht notwendig wäre. Ich kann nicht einsehen, warum man nicht auch an der Grenze mit typisierten Regeln auch feststellen könnte oder Verfahren beenden könnte, die in 4 Wochen zu Ende sind. Vielen Dank. Vielen Dank auch, Herr Professor Heilbronner. Frau Becker, bitte. Ja, in aller Kürze zunächst zur Frage, wie entstehen Refugees in Orbit aus unserer Sicht? Zunächst im Hinblick auf die Drittstaaten sehen wir das große Risiko, wenn wir in Drittstaaten wieder zurücküberstellen, die eben nicht die Genfer Flüchtlingskonvention und das Protokoll von 1967 unterzeichnet haben, dass es überhaupt nicht mehr in unserer Kontrolle liegt, ob dort wirklich Refoulementschutz geboten wird und eben die anderen Statusrechte, die hier ja schon verschiedentlich vorgestellt wurden. Insofern, da sehen wir eine große Gefahr. Wir sehen das im Moment auch in der Türkei. Letztlich ist es für uns, für die EU, soweit ich weiß, überhaupt nicht nachvollziehbar, nachkontrollierbar, was ist passiert mit den Personen, die wir zurückgeschickt haben im Rahmen des EU-Türkei-Deals, auch wenn es nicht allzu viele gab. Es gibt einige Berichte von Menschenrechtsorganisationen, die auf jeden Fall nachweisen, es gibt Verstöße gegen das Refoulementverbot in der Türkei, es gibt große Probleme beim Zugang zu Bildung, beim Zugang zur Arbeit, bei all den anderen Rechten, die ja eben die Türkei im Rahmen dieses Gaststatus anbietet, aber eben nicht über die Genfer Flüchtlingskonvention. Und das ist aus unserer Sicht das ganz große Risiko. So sieht es letztlich auch UNHCR, der ganz klar sagt, die nötige Kontrolle und die dauerhafte Garantie, dass der betreffende Staat auch wirklich diese Rechte einhält, die gibt es dann, wenn er sich völkerrechtlich dazu verpflichtet hat. Und so hat es auch das Bundesverfassungsgericht 1996 letztlich dargelegt. Deswegen aus meiner Sicht ist aktuell nicht die Frage, was heute diskutiert wurde, vielfach, würde das Bundesverfassungsgericht
heute sagen, wenn es eine solche Regelung gäbe, sie würde gegen die Grundrechte und gegen die grundlegenden Menschenrechte nach der Grundrechtecharta verstoßen oder nach dem Grundgesetz, des, was in Deutschland gültig ist. Sondern die entscheidende Frage ist, wir sind im Gesetzgebungsverfahren. Es gibt Vorgaben des Deutschen Bundesverfassungsgerichtes. Sollte es nicht die Aufgabe sein der deutschen Bundesregierung, diese Vorgaben, die das Bundesverfassungsgericht uns gemacht hat, für die Frage, was ist ein sicherer Drittstaat, hier im Rahmen der Verhandlungen mit umzusetzen und mitzunehmen nach Brüssel und zu verhandeln. Dann im Hinblick auf die Frage Hotspots. Ja, aus unserer Sicht ist dieses System gescheitert. Frau Stamm hat schon ausgeführt, die Situation in den Hotspots ist untragbar. Deswegen würde ich auch ein Modell ablehnen, wie es Herr Knaus jetzt vorgeschlagen hat, was im Wesentlichen eben wieder auf diesem Hotspot-Prinzip basiert. Die Beispiele Niederlande und die Schweiz, die sind richtig, die haben ihre Vorteile. Es gibt ein relativ schnelles Verfahren. Der Zugang zu Rechtsschutz und rechtlicher Beratung ist sehr umfassend gewährleistet. Aber auch hier muss man sehen, Schweiz und Niederlande, da handelt es sich in der Regel um relativ kleine und überschaubare Zahlen. Die hätten wir hier an den, oder haben wir gerade an den Außengrenzen ja nicht. Insofern aus meiner Sicht kein Modell der Wahl. Letztlich denke ich, um zumindest einen Schritt weiterzukommen an dieser Stelle, was unausweichlich ist, ist, dass die Europäische Union legale Zugangswege schafft, und zwar wirklich ganz massiv. Das allein kann verhindern, dass Menschen immer wieder sich illegal oder sogenannt illegal auf den Weg machen. Nur wenn es legale Alternativen gibt, dann werden wir das Massensterben an den Außengrenzen der Europäischen Union beenden können. Frau Becker, vielen Dank. Und der Letzte in der Runde wäre dann noch Herr Ammann. Ja, danke. Familiennachzug. Die Frage war, ob Familiennachzug als Integrationshilfe förderlich sei oder möglich sei und wie das derzeit angemessen, ob das derzeit angemessen berücksichtigt würde in der aktuellen Diskussion. Da fängt es schon mal dabei an, wie definieren wir Integration? Und ich definiere sie jetzt erstmal auf niedrigem Niveau, dem wir uns wohl alle anschließen werden können: Sprache, Arbeit, Akzeptanz dieses Staates, Akzeptanz dieses Systems. Es ist ja jetzt nicht so, dass es keinen Familiennachzug gibt, sondern es gibt momentan keinen für die Subsidiären. Es gibt aber schon eine ganze Zeit Familiennachzug natürlich für die Flüchtlinge nach § 3. Da sind auch schon 300.000 Familienangehörige gekommen nach meinen Zahlen. Die Frage ist, bewirkt ein Familiennachzug eine bessere Integration? Es gibt einzelne Aussagen, zum Beispiel fängt man da der Kriminologe Pfeiffer an, der sagt, ja, durch Familiennachzug, besonders durch die Frauen, die wirken dann auf die jungen Männer, beruhigen und mäßigen, dass die nicht so überproportional kriminelle in Erscheinung treten. Herr Ammann, Sie haben keinen Zeitdruck. Ich wollte es einfach nur sagen, wir machen da jetzt keinen 3-Minuten-Zeitdruck. Ja, danke. Also jetzt habe ich kapiert, ja. Ja, ich habe noch 5, ihr habt es gesehen. Also der Herr Pfeiffer meint eben Familiennachzug, ja, das ist die veröffentlichte Meinung. Man kann aber sagen, also man kann vergleichen, wie war es denn bisher? Und da lenke ich mal das Augenmerk auf die Türkei. Wir haben die Zuwanderung aus der Türkei, und zwar mit Familien, schon seit 1960 knapp. Und da lässt sich sehr gut sehen, ob und wie in Integration mit Familie funktioniert. Es gibt Umfragen, die sind relativ aktuell. Danach wollen etwa 20% auch der zweiten und dritten Generation der Türken wünschen sich die Urform des Islam zu Zeiten Mohammeds zurück. Etwa 50% stellen den Koran und die Scharia über unser Rechtssystem, über unseren Staat. Und bei der letzten Wahl vom türkischen Präsidenten Erdogan, da durften ja auch die Türken bei uns wählen, da war festzustellen, 80% der hier lebenden Türken, alle Generationen, wählen also diesen Diktator Erdogan. Und da frage ich mich, hat Integration bei den Türken in irgendeiner Weise funktioniert? Ich würde sagen, nein. Ich will das nicht pauschal verneinen. Pauschalaussagen sind immer falsch. Es kann natürlich im Einzelfall durchaus sein, wenn ein Syrer oder Iraker oder was auch immer seine Familie und kleine Kinder hierher holt, dass dann allein die Sorge um die Kinder
ihn dazu bewegt, arbeiten zu gehen, Sprache zu lernen. Das stelle ich nicht in Abrede. Das wird sein, das wird auch viel hundertfach sein, aber die Masse ist eben nicht so. In der Masse kommen ebenso ungebildete Drittstaater wie die Anerkannten ebenso, die auch kein Deutsch sprechen. Also der dann hier, der Stammberechtigte, hat gar keinen Grund, sich zu integrieren, da die Familie, die Nachkommen, ja auch seine Sprache spricht. Er hat auch keinen Grund, sich zu integrieren, je mehr hier kommen, weil sich dann auch also türkische Viertel oder ethnische Viertel halt mit allem, was dazugehört, bilden. Auch dann braucht er kein Deutsch. Also summa summarum, zum allergrößten Teil stelle ich die These, Familiennachzug führt zu mehr Integration in Abrede. In Einzelfällen ja, generell nein. Danke. Ja, vielen Dank auch für das letzte Statement. Ich wollte an dieser Stelle mich zunächst mal bei allen bedanken für die Zeitfenster, die eingehalten worden sind, auch bei Ihnen, bei den Sachverständigen, weil Sie alle aus den unterschiedlichsten Bereichen mit großer Expertise bei uns sitzen und dann am besten in der kürzesten Form alles transportieren sollen. Wir wissen, wie schwierig das ist und wissen auch das zu schätzen, dass Sie immer wieder zu unseren Runden kommen. Damit darf ich die Sitzung heute schließen und möchte noch mal darauf hinweisen, es ist hier jeder gleichmäßig und ausreichend zu Wort gekommen. Dankeschön, einen schönen Tag noch.